Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, auch diejenigen, die im Stream zuschauen oder zuhören, herzlich willkommen. Es ist heute ein besonderes Datum, ein besonderes Thema. Vor 25 Jahren wurde der Krieg in Bosnien und Herzegowina mit dem Daytoner Friedensabkommen beendet. Das war die gute Nachricht. Das Abkommen brachte vertraglich den Frieden und wurde dann zu so etwas wie der Verfassung für Bosnien und Herzegowina und schrieb als solche fest eine institutionelle Trennung der Ethnien in der Gesellschaft nach Kriterien der Machtbalancen anstatt der gemeinsamen Zukunft. Für die damalige Situation war es gut, aber seit 25 Jahren schreibt Bosnien-Herzegowina den Ethnonationalismus in der eigenen Verfassung fest. Das heißt für viele Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihre Bürgerinnenrechte nicht wahrnehmen können. 400.000 Menschen, das sind 12% der Gesamtbevölkerung, können aufgrund ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Wohnortes oder weil sie sich ethnisch nicht zuordnen können oder wollen, nicht für bestimmte öffentliche Ämter kandidieren. Dazu gehören unter anderem 17 Volksgruppen, einschließlich der Jüdinnen und Juden, der Romja und Sintetze, die eben nach der Daytoner Verfassung, so wie sie seit 25 Jahren vorliegt, zur Gruppe der Sonstigen gehören. Also stellen wir uns das für Deutschland vor, das wäre so, als würde wäre ein großes Bundesland nicht in der Lage, die Bürgerinnen dieses Landes ihre Bürgerinnenrechte wahrzunehmen. So ungefähr sind die größten Verhältnisse. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in 5 Fällen entschieden, dass Dayton Bürgerinnen und Bürger in Bosnien-Herzegowina Menschen auf direkte Weise diskriminiert und ihre Grundrechte verletzt. Das erste dieser Urteile fiel im Jahr 2009. Seither hat sich für diese Menschen aber nichts verändert. Und das bedeutet, dass Europa auch hierfür Verantwortung trägt und handeln muss. Das ist schon länger klar. Aber es ist immer mehr und immer stärker deutlich, dass der Frieden und die Bürgerrechte zwei Seiten einer Medaille für Bosnien und Herzegowina sind, wenn es um nachhaltige Stabilität und Frieden in der gesamten Region geht. Wenn es nämlich keinen Frieden gibt, keine Demokratie, keine Beteiligung und keine Aussöhnung, dann verharrt die Region in einer Art Instabilität, in Fragilität. Und das kann kein Ziel sein, das wir uns aus europäischer Ebene leisten sollten oder vor Augen haben sollten. Das Land muss seine Territorialität und Souveränität gewährleistet bekommen. Und das ist durch den festgeschriebenen Ethnopluralismus und dessen Prinzipien schwieriger denn je. Denn es ermöglicht geradezu den Raum für die Nachbarstaaten, Kroatien und Serbien, sich in bosnisch-herzegowinische politische Belange einzumischen und die Bevölkerungen gegeneinander auszuspielen. Zum Beispiel durch die von Kroatien befürwortete Föderalisierung. Wir als Deutsche denken beim Wort Föderalstaat erstmal nichts Böses. Aber das kann in Bosnien-Herzegowina zu einer endgültigen ethnischen Aufteilung des Landes führen. Das ist gefährlich und der falsche Weg. Kroatien ist Mitgliedsland der Europäischen Union. Serbien ist Beitrittskandidat der Europäischen Union. Das heißt, hier ist ein direkter Auftrag an die Europäische Union, Verantwortung zu übernehmen und diesen Frieden, der so dringend gebraucht wird für die Entwicklung, für die Stabilität, für das Wohlergehen der Menschen dort zu garantieren und eben die Bürgerinnen und Bürgerrechte zu schützen. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung haben schon länger ein Büro in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Und in dieses Büro hat in den letzten Monaten, Wochen und Monaten diese 25 Jahre noch einmal Revue passieren lassen. Hat sich erinnert, hat diskutiert und hat vor allen Dingen in die Zukunft geschaut. Das finden Sie auf unseren Webseiten mit spannenden Publikationen, Dossiers, Debattenbeiträgen. Und die Frage, die dabei entscheidend und leitend war, war nicht, wie blicken wir zurück und erinnern an das oder jenes, sondern
Wie kann ein zukünftiger Weg für ein demokratisches und prosperierendes Bosnien-Herzegowina eigentlich aussehen? Wie kann Bosnien-Herzegowina ein Staat mit allen Bürgerinnen und für alle Bürgerinnen und Bürger werden? Welche Rolle spielt dabei die Zivilgesellschaft? Und deshalb ist diese Veranstaltung den Lösungsansätzen gewidmet. Und das in vier oder fünferlei Hinsicht. Erstens, es geht darum, die destruktiven Dynamiken zu durchbrechen. Allein das, über die Zukunft nachzudenken, über die Lösungsansätze, ist ein Durchbrechen der destruktiven Dynamik. Auf Lösungsansätze setzen wir deshalb, damit europäische Standards ins Spiel kommen können, damit die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes in Straßburg umgesetzt werden können. Dritter Punkt, wir schauen auf Lösungsansätze, damit die Dekaden der Stagnation des Landes beendet werden, die natürlich in Korruption und Ausbeutung des Landes gemündet haben. Das muss gestoppt werden. Wir wollen viertens auf Lösungsansätze bringen, blicken, damit Bürgerinnen und Bürger das bekommen, was sie verdienen, nämlich ein Staat, der funktioniert, ja, und der sich nicht in korrupten und kriminellen Eliten verstrickt. Und der letzte Punkt, Lösungsansätze, auf die wollen wir schauen, damit Bosnien-Herzegowina endlich ein Staat wird, in dem allen Menschen gleiche Rechte nicht nur zugesprochen, sondern auch tatsächlich garantiert werden. Denn das ist und das sollte das Prinzip eines Grundgesetzes, einer Verfassung sein, die Würde und Gleichheit aller Menschen zu wahren und zu garantieren, wie sie auch in den europäischen Verträgen festgeschrieben ist. Jetzt möchte ich noch auf einen kleinen Punkt, der aber für uns als Stiftung sehr, sehr wichtig ist, zu sprechen kommen. Ich möchte ganz herzlich Judith Brandt begrüßen als neue Büroleiterin in Sarajevo. Judith, wir freuen uns sehr, dass du mit an Bord bist, dass du diese Aufgabe übernimmst, das Büro weiter zu steuern in die Zukunft und an dem, was sich jetzt auch an Bewegung abzeichnet, Anteil zu nehmen und Anteil zu haben, mit den Partnerinnen und Partnern fruchtvoll zusammenzuarbeiten. Und zugleich ist es jetzt der Ort, auch hier in einer Öffentlichkeit nochmal Marion Kraske ganz, ganz herzlich Danke zu sagen für 5 Jahre engagierteste, leidenschaftliche Leitung des Büros in Sarajevo mit vielen Initiativen und mit immer wieder der Kraft und der Energie zu sagen, die Situation könnte eigentlich dramatischer und schlimmer nicht sein. Daraus hast du nie einen Hehl gemacht, Marion, für die Menschen dort. Und zugleich brauchen wir die Kraft. Und ich glaube, du hast mit deiner Ausstrahlung und mit deiner Energie und mit deiner Suche nach engagierten Aktivistinnen, Aktivisten, nach Leuten, die in den EU-Behörden, in den Botschaften engagiert sind, und immer wieder nachzufragen und Mut zu machen, hast du, glaube ich, Bosnien-Herzegowina ein ganzes Stück auf dem Weg vorangebracht, auf dem wir es eigentlich gerne sehen wollen würden. Sie werden beide Büroleitungen, unsere sozusagen Outgoing und unsere Incoming, jetzt bei dieser Veranstaltung erleben. Sie werden nämlich moderieren. Bevor wir aber anfangen, und auf Englisch würde ich jetzt sagen, without further ado, kommen wir zum ersten Interview, das Marion Kraske mit einem renommierten oder dem renommierten bosnischen Verfassungsrechtler Professor Dr. Nedim Adjemovic zu seinen wichtigsten Kritikpunkten an der Daytoner Verfassung und dem Friedensabkommen geführt hat. Und das dient uns sozusagen als Einstieg in das Thema, das uns heute den Abend über begleiten wird. Ich wünsche uns allen eine energiereiche Debatte, die uns mit neuen Ideen und Vorstellungen für Lösungsansätze hinterlässt. Und ich bin selber sehr gespannt und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Film ab. Nedim Adjemovic, Anwalt, Experte für Verfassungsrecht, einer der bekanntesten in Bosnien und Herzegowina und nicht zuletzt auch scharfer Kritiker der Dayton-Verfassung.
Der Krieg in Bosnien war grausam. Und das stimmt. Und das Daytonabkommen hat den Krieg zum Ende gebracht. Und das ist wirklich eine positive und tolle Sache. Der Staat ist wieder gemeinsam, Bosnien und Herzegowina, und der Friede herrscht. Und das sind vielleicht die besten Sachen mit dem Daytonabkommen. Zusammen mit dem Verfassungsgerichtshof, das ist eine wirklich die beste Institution, die aufgrund der Verfassung geschaffen ist, die funktionsfähig ist und die in den letzten 25 Jahren so viel für diesen Staat gemacht hat, als keine andere. Aber 25 Jahre sind vorbei und ich weiß nicht, ob wir so weit zurückblicken sollen und vielleicht über Friede zu sprechen. Wir müssen über Zukunft und nicht über die Geschichte reden. Das ist wichtiger für Bosnien. Die Verfassung als solche ist nicht schlecht, aber wenn es positive und affirmative politische Kräfte gibt. Leider in Bosnien gibt es keine. Und das ist das Problem. Der Verfassungstext ist ganz kurz, programmatisch und gibt viel zu breiten Bereich zu Interpretierung oder Auslegung und leider Mechanismen zu Blockade. Und das passiert sich ständig in Bosnien, da es keine Mechanismen gibt, diese hiesigen Politiker verantwortlich zu machen. Und das ist ein großes Manko der Verfassung. Ja, Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, dass das Daytonabkommen einschließlich des Annex 4 der Verfassung wirklich ein Kompromiss war. Wie gesagt, der Staat ist wieder zusammen, aber die innere Struktur des Staates, meiner Meinung nach, widerspiegelt die Situation von dem Krieg. Ja, die Verfassung hat viel zu viel Legitimität zur Völker gegeben und viel zu wenig den Bürger. Also Bosnien und Herzegowina nach der Dayton-Verfassung ist ein Volksstaat, ein ethnischer Staat und nicht ein Bürgerstaat. Die Verfassung hat einfach die Rechte der Bürger unterdrückt und das hat der Europäische Gerichtshof Menschenrechte anerkannt. Er hat seit vor 10 Jahren gesagt, dass jede Begrenzung oder Aufhebung der Bürgerrechte, der politischen Rechte im Namen des Friedens oder im Namen des Konsensus der Völker nicht mehr gerechtfertigt ist und dass das Konzept aus Dayton nicht mehr zu verteidigen ist. Das heißt, dass dieses Konzept der Dominanz der Völker, also der ethnischen Staaten, einfach nicht mehr für den Europäischen Gerichtshof, aber auch für die EU akzeptabel ist. Das müssen wir schnell, diese Entscheidungen, aber auch das ganze Konzept, das heißt auch wahrscheinlich die hiesigen Politiker, zu ändern.
Das ist wahrscheinlich die Lösung. Ich glaube auch, dass in Dayton, ja, niemand über Zukunft gedacht habe. Und das haben die Involvierten bestätigt. Die haben selber gesagt, dass sogar Richard Holbrooke den Frieden verhandelt hat und nicht über die Entwicklung der Situation aufgrund einer Verfassung gedacht hat. Und haben wir heute Konsequenzen. In letzter Zeit, seit ich der Meinung bin, dass die Verfasser von Dayton Abkommen nicht über die Zukunft des Staates gedacht haben, bin ich der Meinung, dass Bosnien-Herzegowina keine freie, demokratische Bürgerschaft hat. Warum? Nach den letzten Angaben im öffentlichen Bereich ist sogar 60% der Leute eingestellt, also arbeiten. Und nur 40% im privaten Bereich. Im öffentlichen Bereich, die Gehälter sind 40% höher als im privaten. Diese Leute, alle diese Leute oder meistens, diese Leute sind auf irgendwelche nicht ganz transparente oder korruptive Weise gekommen. Und die sind nicht bereit, gegen diese Politik Widerstand zu machen. Deswegen meine ich, dass die kritische Masse der Bevölkerung keine Kraft hat, Widerstand der Politik zu machen. Wie gesagt, die Frage oder Schlüsselfrage, Frage von Millionen Dollar, ja, wie die Leute sagen, ist die Antwort, ob oder nein diese Bevölkerung frei ist. Wenn die internationale Gemeinschaft sagt, also Dayton-Gemeinschaft oder die EU-Gemeinschaft sagt, die Bürger müssen Verantwortlichkeit übernehmen, sie müssen vorher sich fragen und antworten, ob diese Bürger frei sind. Wenn ja, dann die Antwort kann ich auch bejahen. Aber wenn nein, dann müssen wir zurück, da meiner Meinung nach trägt die internationale Gemeinschaft stark Verantwortlichkeit für diese Situation in Bosnien. Und nach wie vor haben wir den hohen Beauftragten in Bosnien, der diese Gemeinschaft vertritt. Ja, guten Abend und ich freue mich in der Tat auf die nächsten Jahre mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf die Debatte heute Abend hier mit mir auf dem virtuellen Panel. Es sind vier Gäste aus Bosnien und Herzegowina. Azra Zornic, Leila Gacanica, Danja Topic und Sabina Čudić. In den nächsten ungefähr 40 Minuten werden wir miteinander diskutieren, was die Herausforderungen der Dayton-Verfassung sind und was mögliche Schritte sind hin zu einer Bürgerinnengesellschaft in Bosnien und Herzegowina. Mit mir auf dem Panel Azra Zornic, die sich als Bürgerin Bosnien und Herzegowinas bezeichnet und die 2005 ihr Land verklagt hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auch Recht bekam. Leila Gacanica, die Juristin ist und Mitglied in der Western Balkan Sex Strategie Gruppe, dazu kommen wir dann später noch, und hier auch als Mitglied sitzt
Mitglied in einer informellen Initiative Bürgerinnen für eine Verfassungsreform. Dann Tanja Topic, die für die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet in Bosnien-Herzegowina und auch politische Analystin ist in Banja Luka in der Republika Srpska und die Perspektive aus diesem Teil des Landes einbringen wird. Und auch Sabina Čudić, die Politikerin ist bei der Partei Naša Stranka, unsere Partei, und die dort im Parteivorstand ist und seit 2018 Mitglied auf Föderationsebene im Parlament ist. Ich würde gerne anfangen mit Frau Zornic. Wir haben im Interview mit Nedim Ademović gehört, dass die Dayton-Verfassung die Rechte der Bürger und Bürgerinnen unterdrückt. Sie selber bezeichnen sich als Bürgerin Bosnien und Herzegowinas und sie haben 2005 Bosnien und Herzegowina verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie nicht kandidieren konnten als Bürgerin für das Haus der Völker, das ist eine der beiden Parlamentskammern in Bosnien. Was war Ihnen denn so wichtig? Warum haben Sie denn Bosnien und Herzegowina deswegen verklagt? Ja, ich habe mich an den Europäischen Gerichtshof gewandt aufgrund der Diskriminierung, der diskriminierenden Verordnung in dem Wahlrecht Bosnien-Herzegowinas. Grund war, dass ich nicht als Kandidatin auftreten konnte für diesen Haus der Völker, also diese Kammer, beziehungsweise auch für das Präsidium Bosnien-Herzegowinas. Aber der richtige, eigentliche Grund ist eigentlich die Verfassung selbst. Die diskriminierende Verfassung und auch alle Gesetze, die sich stützen auf diese Verfassung, wie eben auch das Wahlrecht, das alle Bürgerrechte einschränkt, all jenen, die Bürger sind Bosnien-Herzegowinas. Das heißt, die Leute, die Menschen, die eben nicht sich festlegen wollen, dass sie einer dieser drei ethnischen Gruppen zugehören, sondern sie möchten einfach Bürgerinnen und Bürger Bosnien und Herzegowinas sein. Ich lasse es nicht zu, dass man einfach nur, weil ich Azra heiße, dass man sozusagen mich zurechnet den Bosniaken. Und das ist aber das, was geschieht in Bosnien und Herzegowina. Automatisch nach dem Namen, nach dem Vor- und Nachnamen wird man einer bestimmten Gruppe zugerechnet, einer dieser drei ethnischen Gruppen zugerechnet. Ich kann versuchen, natürlich zu erklären, warum diese Verfassung Bosnien-Herzegowinas und auch das Wahlrecht diskriminierend sind, nicht nur diskriminierend, sondern tatsächlich auch nicht haltbar sind an und für sich. Rechtlich gesehen ist die Verfassung kontradiktorisch, also widersprüchlich. Warum? Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Menschenfreiheiten ist Teil der Verfassung Bosnien-Herzegowinas. Das heißt, es müsste garantiert sein, dass die wesentlichen Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger auf dem ganzen Territorium des Landes gewährleistet werden. Im Gegensatz dazu, bereits in der Präambel der Verfassung wird der Kollektivität der Vorzug gegeben im Bezug im Vergleich zum Individuum. Das heißt, es werden nur die ethnischen Gruppen, die Serben, die Bosniaken, die Kroaten aufgeführt und die Bürgerinnen und Bürger werden nicht gesondert aufgeführt. Die werden als Rest sozusagen nur bezeichnet und das ist sogar erniedrigend. Das ist der eigentliche Grund, warum ich mich damals an den Europäischen Gerichtshof gewandt hatte. Denn ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich keinerlei Ehrgeiz, wirklich mich mit Politik zu befassen und als Politikerin eigentlich zu kandidieren. Aber ich wollte garantieren, dass künftige Generationen tatsächlich normal einen normalen bürgerlichen Staat bekommen mit einer bürgerlichen Verfassung, wo alle Bosnier und Herzegowiner unabhängig von ihrer nationalen, ethnischen oder anderen Zugehörigkeit gleichberechtigt sind. So wie ich das sagen möchte, normalerweise, es ist unwichtig, wer in welche Kirche geht und zu welchem Gott wir beten oder zu welcher Gemeinde man gehört. Wichtig ist, dass wir gleich sind, dass wir gleichberechtigt sind, gleichwertig sind vor der Verfassung, vor den Gesetzen dieses Staates Bosnien und Herzegowina. Es hat 9 Jahre gedauert, bis Sie Recht bekommen haben. 2014 hat das Europäische
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, jawohl, Sie sind in Ihren Rechten als Bürgerin diskriminiert. Wie haben Sie sich da gefühlt, als das Urteil 2014 kam? Ja, ich habe auch gerechnet eigentlich mit einem solchen Urteil. Ich habe ja geglaubt an diese Institution des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Es hat lange gedauert, das ist ganz richtig. Aber als dann der Beschluss feststand, das war lediglich der erste Schritt. Das war nur der Anfang auf diesem langen Weg, dieses langen Kampfes, um tatsächlich auch diesen Urteil zu implementieren, umzusetzen, wie man das jetzt auch sieht. Ich habe, Sie sehen ja, dass es keinen politischen Willen nach wie vor gibt, dass dieses Urteil tatsächlich umgesetzt, implementiert wird. Wollen Sie noch etwas sagen oder soll ich noch etwas sagen? Ja, ich würde gerne wissen, wie Sie sich heute fühlen. Das Gesetz oder das Urteil ist noch nicht umgesetzt. Ist denn irgendetwas überhaupt passiert in diese Richtung? Nein, es ist nichts passiert. Es gab keinen Fortschritt in dieser Richtung. Nein, es geht eher rückwärts, was diese Angelegenheit angeht. Denn die ganze Zeit war es so, dass die HDZ, also die kroatische demokratische Gemeinschaft, versucht, auch das Wahlgesetz zu ändern, und zwar auf eine solche Art und Weise, dass von den kroatischen, also ein Mitglied der kroatischen Gemeinde, können nur Kroaten wählen, beziehungsweise gewählt werden. Und zwar nur Kroaten, wie die HDZ das feststellt. Können Sie sich das vorstellen, dass in einem Land eine politische Partei sich dieses Recht nimmt, quasi zu sagen, wer ist ein richtiger Kroate und wer nicht? Und wer darf einen Kroaten wählen und wer darf das nicht? Mir fehlen eigentlich die Worte, wie ich das bezeichnen soll. Das ist wirklich etwas, was völlig rückwärtsgewandt ist und uns völlig zurückwirft im Jahre. Das spielt auf die Präsidentschaftswahlen an, nehme ich an, vor allen Dingen in dem einvertretenen Präsidium in Bosnien-Herzegowina. Es gibt keinen einen Präsidenten, sondern es gibt drei Vertreter der Bosniaken, der Kroaten und der Serben, und die werden sowohl territorial getrennt gewählt als auch eben nach den Ethnien getrennt gewählt. Und da gibt es dann jedes Mal Diskussionen darum, darf ein, in dem Fall kroatischer Vertreter, mit den Stimmen von Bosniaken, Bosniakinnen, wobei man ja nicht weiß, wer für wen stimmt, aber man kann es sich vielleicht ausrechnen, wer welche Stimmen bekommt, gewählt werden. Ist der dann ein legitimer Vertreter, wenn er nicht von der Mehrheit der eigenen Volksgruppe gewählt wird? Oder also das sind, und da steht eine Diskussion auch weiterhin im Raum, die immer weiter forciert wird. Das heißt, das Problem Verfassungsänderung oder Wahlrechtsänderung ist noch lange nicht vorbei, aber es geht im Augenblick nicht wirklich was voran, habe ich das Gefühl. Und ich würde jetzt gerne zu Leyla Gacanitzer gehen, die sich auch engagiert für Verfassungsänderungen, und zwar als Mitglied der Initiative Bürgerinnen für Verfassungsreform. Leyla Gacanitzer, was ist das Ziel, was ist diese Initiative, was will die? Guten Abend. Zunächst einmal herzlichen Dank für diesen Raum und auch für die Achtung der zivilen Gesellschaft und Initiativen aus Bosnien-Herzegowina. Es ist manchmal sehr schwierig, ja tatsächlich an die heranzukommen, die sich mit so etwas befassen, die mit diesen Rechten, die uns alle angehen. Die Initiative ist verbunden mit dem Jahr 2009, als nach den
dem Budmir-Paket und den Verhandlungen, auch die auch natürlich die Veränderung der Verfassung zum Inhalt hatten, einen Roundtable gegeben hat. Und da versuchte man, ein regionales Frauennetzwerk zu schaffen. Und das war eine Koinzidenz dieser zwei Ereignisse. Das führte dazu, dass diese ganze Frauen-Roundtable einen Protestbrief dann gerichtet hat an die Initiatoren der Budmir-Verhandlungen, dass also diese Verfassungsänderung, dass dort auch die Frauen mit berücksichtigt werden sollen. Und die Resolution 1325, und wir haben diese ja ratifiziert in Bosnien-Herzegowina, da geht es darum, dass Frauen auch mitbeteiligt werden sollen in allen Phasen der Friedensverhandlungen bis hin eigentlich zur Erneuerung der Gesellschaft. Ich glaube, für uns ist ganz klar, dass die Frauen da nicht beteiligt waren an den Friedensverhandlungen. Es gab sie bei Dayton nicht, es gab sie auch in der Verfassung nicht. Und sie haben auch 2006, 2009 in dieser Zeit nicht teilgenommen, als es darum ging, Verfassungsänderungen durch drei Pakete in Budmir, Prutski und in dem April-Paket umzusetzen. Keins dieser drei Pakete der Verfassungsreform hat unter anderem eben nicht nur diese Frage nicht berücksichtigt, sondern eins der wichtigen Fragen berücksichtigt, die Gleichberechtigung der Geschlechter, was natürlich auch als Verfassungsrecht mit berücksichtigt werden müsste. 2009 und dieser Protestbrief war ja auch Beginn dieser Idee, ein Netzwerk zu schaffen über NGOs, also für Frauen vor allen Dingen, damit Frauen sich beteiligen können, um eine gemeinsame Lösung zu finden, wie die Bürgerinnen tatsächlich ihre Forderungen hier laut werden lassen können, um diese natürlich auch in der Verfassung zu inkorporieren, als wichtigen Rechtsakt eines Staates. Diese ganze Komplexität der Verfassung Bosnien-Herzegowina, also es kam ja nicht aus dem Volk, sondern von außen, hat man 2013, also eine informelle Initiative der Bürgerinnen für Verfassungsreform geschaffen. Und über diese Initiative haben wir alles artikuliert, was wir von der Straße quasi aus den lokalen Initiativen auch gesammelt hatten vor Ort, von den ganzen NGOs, von den ganzen Forderungen, die seitens der Frauen laut geworden sind in der ganzen Zeit, die sie definiert hatten. Und wir haben das im Rahmen dieser Plattform von Frauenprioritäten für die Verfassungsänderungen dann festgehalten. Ich erwähne diese Gleichberechtigung vor allen Dingen hier. Das ist die einzige eigentlich Bürgerinneninitiative, soweit ich weiß, in der es wirklich geht, auch um Verfassungsänderungen in Bosnien-Herzegowina. Diese Initiative beinhaltet jetzt 36 NGOs und auch Einzelpersonen, die gemeinsam agieren für eine Verfassungsreform, die unbedingt erforderlich ist. Und wir wollen auch definieren, was wir uns davon versprechen. Also ein Konsens muss es geben. Es müssen alle interessierte Seiten berücksichtigt werden in diesen Fragen, die das gemeinsame Leben definieren. Und was besonders wichtig ist, nicht nur, dass diese Fragen berücksichtigt werden, sondern dass in diesem Prozess der Verfassungsreform natürlich die Männer und auch die Frauen, die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam berücksichtigt werden müssen und nicht nur Politiker, und dass diese Verfassungsreform nicht ethnizisiert werden muss, sein darf, sondern es muss natürlich um konstitutive Fragen gehen. Die Initiative setzt sich ein, dass die Diskriminierung abgeschafft wird, insbesondere in Bezug auf Frauen, denn wir sehen das als auch internationale natürlich Pflicht, denn das ist auch Teil unserer Verfassung, und auch die Europakonvention über die Menschenrechte ist ja auch Teil unserer Verfassung. Das heißt, wir haben also Empfehlungen in den verschiedenen Fortschrittsberichten auch schon unterstrichen. Es ist also notwendig, die Gleichberechtigung der Geschlechter direkt in die Verfassung mit aufzunehmen, damit es eben keine Diskriminierung weder direkt noch indirekt in der Öffentlichkeit, in der Privatsphäre geben kann. Die Initiative, das möchte ich noch kurz sagen, was wir definiert haben, wir haben erkannt bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass es das Problem gibt, eine Verfassung zu verstehen, die Verfassung zu verstehen, auch die Verfassungsreform zu verstehen. Das ist natürlich sehr vielschichtig und das ist liegt außerhalb deren Erfahrungsbereich. Und deswegen ist es sehr wichtig für die Initiative, dass wir diese Verfassung den Menschen etwas sozusagen eröffnen, ein wenig spürbarer machen, denn sonst können ja die Bürgerinnen und Bürger ja sich nicht beteiligen. Eine Veränderung der Verfassung wird natürlich nicht bedeuten, was jetzt die Bürgerinnen und Bürger
vielleicht jetzt sehen, dass irgendeine Veränderung tatsächlich führen könnte zu neuen Konflikten. Also das sind Befürchtungen, die natürlich da sind, dass es vielleicht zu irgendwelchen Problemen geben könnte in diesem Bereich, dass das Dayton-Friedensabkommen dadurch aufgehoben wird. Man denkt, dass vielmehr, dass die Verfassungsreform wirklich für die internationale Politik auch sozusagen eine Rolle spielt und man sieht leider nicht die eigene Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Unsere Initiative wollen natürlich eine Bürgerverfassung, eine Verfassung, die tatsächlich garantieren würde, dass die Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit partizipieren werden können. Denn alle Fragen, die natürlich nicht nur Gleichberechtigung garantieren, sondern viele andere Fragen sind vor allen Dingen bürgerliche, zivile Fragen, die nicht minimisiert, marginalisiert werden dürfen innerhalb der Verfassungsreform. Jetzt hat Frau Sornitsch schon gesagt, sie hat das Gefühl, es geht in der letzten Zeit eher rückwärts, also nicht hin zu einer Bürger- und Bürgerinnengesellschaft, sondern eher in die andere Richtung. Was sind denn Ihre Erfahrungen damit? Wo sind die Hindernisse? Ja, im Prinzip vergessen wir eigentlich sehr oft, dass die Verfassung von Bosnien-Herzegowina eigentlich sehr einfach ist. Man kann ja diese Verfassung relativ leicht ändern. Also allein in der Verfassung steht bereits, wie eine Verfassungsreform durchgeführt werden kann. Und das ist an sich eigentlich nicht kompliziert. So eine Frage ist, wie gesagt, gibt es überhaupt eine Kompromissbereitschaft und gibt es überhaupt einen ausreichenden politischen Willen, die Verfassung zu ändern? Und Frau Sornitsch hat absolut recht, wenn sie sagt, dass wir eigentlich eher Rückschritte als Fortschritte machen auf dem Weg zu einer Bürgerinnengesellschaft, beziehungsweise wenn es darum geht, staatsbürgerliche Elemente in die Verfassung einzuführen. Und natürlich geht es um die Umsetzung auch der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Natürlich ist das eine komplexe Frage und man könnte eigentlich schon sagen, dass es Hindernisse gibt. Aber was sind das für welche? Also was würde eigentlich bedeuten, wenn man die Urteile umsetzen würde? Konkret würde das bedeuten, dass man eigentlich die gesamte Verfassung nochmal auf den Prüfstand stellt und dass man im Grunde genommen auch diese Gewaltenteilung zwischen konstitutiven Völkern eben auf den Prüfstand stellt. Man müsste natürlich dann auch jegliche Diskriminierung beseitigen, sowohl in der Verfassung als auch im Wahlrecht. Und das würde natürlich dann auch bedeuten, dass auch die Machtverhältnisse im Land verändert werden und natürlich auch die Positionen, die wir momentan haben, dass die auch angetastet werden. Aus diesem Grunde ist dieses Problem, ja, würde ich sagen, anders gelagert. Also es geht nicht im Grunde darum, dass politische Eliten die politische Beteiligung in Frage stellen, sondern weil eine Umsetzung dieser Urteile tatsächlich eben zu sehr grundsätzlichen Veränderungen führen würde. Und ich würde auch da, wie gesagt, auch die Aussagen von Herrn Ademović unterstützen. Und tatsächlich würde ich auch wirklich behaupten, dass der EU-Erweiterungsprozess, also der Prozess der Integration in die Europäische Union, eine große Chance bietet. Wir brauchen allerdings ein stärkeres Auftreten der Europäischen Union. Wir brauchen auch letzten Endes auch einen stärkeren Druck von der Europäischen Union. Also im Grunde genommen, eine Verfassungsreform muss ein ganz wesentlicher Schlüsselaspekt unserer EU-Integration verstanden werden. Ansonsten werden wir nicht vorankommen. Und was jetzt unsere eigene Initiative angeht, können wir tatsächlich auch mit Stolz behaupten, dass wir bestimmte Fortschritte erzielt haben. Und zwar, wir betonen permanent, dass wir unsere internationalen Verpflichtungen umsetzen müssen. Also ob das jetzt quasi tatsächlich die Resolutionen der UNO sind, wie 1325 und andere Resolutionen zum Verbot der Diskriminierung, der Geschlechterdiskriminierung, beziehungsweise, dass es auch andere Gender-Mechanismen tatsächlich auch, dass sie auch gestärkt werden. Und da brauchen wir natürlich oder sind auch angewiesen auf die Zusammenarbeit der politischen Parteien. Und was wirklich ein ernsthaftes Hindernis ist, und das habe ich bereits erwähnt, ist die Frage, wie die politischen Akteure diese Frage behandeln, also ob sie überhaupt wirklich bereit sind und willig sind oder nicht. Und da bin ich ziemlich sicher, dass die Bereitschaft nicht so stark ausgeprägt ist. Danke mal bisher. Frau Topic, Sie sind in Banja Luka, Sie arbeiten für die Friedrich-Ebert-Stiftung, aber eben auch schon lange Jahre als politische Analystin. Und Banja Luka ist die de facto Hauptstadt der Republika Srpska. Das ist einer der beiden Teile Bosnien und Herzegowinas. Und Föderation ist der andere Teil mit 10 Kantonen und die Republika Srpska.
Der andere, der große Teil, in dem ein, ja, ich würde sagen, vielleicht eine andere politische Stimmung herrscht. Wie blicken Sie denn aus Banja Luka auf diese Diskussion nach einer Bürger- und Bürgerinnengesellschaft? Wie denkt man da in der Republika Srpska dazu? Bevor ich mich auf bestimmte Spezifika beziehe, also insbesondere auf die Situation in der Republika Srpska und wie man sozusagen den Staat Bosnien-Herzegowina aus der Republika Srpska sieht, würde ich gerne ein paar allgemeine Charakteristika beschreiben, was den Zustand Bosnien-Herzegowinas angeht, jetzt 25 Jahre nach Kriegsende. Was wirklich dominant in Bosnien-Herzegowina ist, tatsächlich der Ethnonationalismus, Korruption, Klientelismus, Nepotismus, das Fehlen eines Rechtsstaates, beziehungsweise Rechtsstaat ist ausgesprochen schwach und sehr anfällig vor Obstruktionen und Blockaden. Und jetzt komme ich eigentlich auf die Entität Republika Srpska zu sprechen. Da muss ich eigentlich Folgendes betonen. Man muss ein bisschen stärker differenzieren zwischen den beiden Entitäten in Bosnien-Herzegowina, und zwar aus einem sehr einfachen Grunde. Es gibt eine Kontradiktion, einen Widerspruch in der aktuellen Politik, die aus der Republika Srpska kommt. Die aktuellen Machthaber in der Republika Srpska haben ganz ausdrücklich betont, dass sie jede Art der Zentralisierung des Staates Bosnien-Herzegowinas ablehnen und Widerstand leisten und jeden Versuch der Stärkung des staatsbürgerlichen Konzepts im Grunde genommen auch verhindern. Und das wird von den Entscheidungsträgern sozusagen in der Republika Srpska tatsächlich als eine Art Versuch gewertet, einer Unitarisierung des Staates. Und auf diese Art und Weise müssen wir sagen, auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass die Republika Srpska an sich ja bereits sehr zentralisiert ist und ein unitaristisches Staatskonzept verfolgt. Also das ist der Widerspruch, von dem ich gesprochen habe. Und das, was man allgemein nochmal betonen muss und was generell diesen Raum beschreibt, ist ein Fehlen oder das Fehlen an, sozusagen des Pluralismus, demokratische Defizite und generell eigentlich ein sehr niedriges Niveau an demokratischem Bewusstsein. Und was man in den letzten 15 Jahren wirklich bemerken kann, ist quasi diese Ein-Mann-Politik. Also dass ein Mann, ein Politiker letzten Endes mit starker Hand, mit harter Hand herrscht und dass von einem Mann im Grunde genommen fast alle Funktionen ausgehen. Also ob das jetzt jemand, der im Präsidium sitzt oder sozusagen in der Regierung sitzt, ist dieser Mensch gleichzeitig auch der Chef-Epidemiologe und der Chef sozusagen Verwalter des Staates und so weiter. Womit dieser gesamte Raum, wo sozusagen es überhaupt keinen Raum gibt für kritisches Denken, für abweichendes Denken, für Medienfreiheiten, dass es wenig Raum gibt auch für Menschen, die eben einer anderen Meinung sind. Und diejenigen, die eben einer anderen Meinung sind, werden mit einem extremen Druck konfrontiert seitens des Staates. Und dieses Konzept ist vielleicht im Jahre 2006 entstanden. Und zwar, es handelt sich um ein Konzept eines Staates im Staate. Und das ist ein Konzept, das vor allem von Milorad Dodik vertreten wird, der auf eine sehr ironische Art und Weise vorher eine Art Hoffnung der internationalen Gemeinschaft war. Vorher quasi, er wurde als Veränderungsträger gefeiert vorher, aber jetzt, wie gesagt, vertritt er eher die Position, dass die Republika Srpska ein eigenständiger Staat sein soll. Und auch gern in den Mediendiskursen, in der öffentlichen Diskussion und so weiter, wird die Republika Srpska permanent mit einem echten Staat gleichgesetzt und auch nach außen so dargestellt. Und auch das Dayton-Friedensabkommen bzw. die Daytoner Verfassung diesen Raum geschaffen hat, damit man überhaupt die Republika Srpska auch so werten kann, bzw. dass sich die Republika Srpska überhaupt wie ein Staat verhalten kann. Auf der anderen Seite muss man noch mal sagen, betonen, und das ist wirklich eine tragische Sache, ist, dass das Konzept der staatsbürgerlichen Gesellschaft so gelagert, dass die
aktuelle, dass die quasi die aktuelle Riege in der Republika Srpska eher daran interessiert ist, das gesamte Land im Grunde genommen nach ethnischen Prinzipien aufzuteilen. Das heißt, wir haben im Grunde nur ethnische Räume. Also wir haben kroatische Räume, serbische Räume, bosniakische Räume und die Angehörigen dieser ethnischen Gruppe haben sozusagen ein exklusives Recht, in dem ethnisch reinen Gebiet zu herrschen. Gibt es denn irgendwelche hoffnungsfrohen Anzeichen? Ja, das allgemeine Bild ist ziemlich düster, das muss man schon sagen. Wir haben sehr, sehr wenig Raum für andere Arten von Denken. Also wir haben im Grunde genommen kaum Möglichkeiten, eine Atmosphäre zu schaffen, in dem multiethnische Werte gelebt werden. Es gibt kaum irgendwie einen ausreichenden Raum für europäische Werte und das Leben dieser Werte. Also was wir momentan haben, ist eine sehr, sehr starke Betonung der ethnonationalen Werte. Ich muss wirklich sagen, die meisten Leute haben jegliche Hoffnung verloren. Und das sieht man eigentlich oder kann man sehr gut an der massiven Auswanderung erkennen. Viele Bürgerinnen und Bürger der Republika Srpska lernen zum Beispiel Deutsch, damit sie nach dem Ende der Pandemie sozusagen das Land verlassen könnten. Also das heißt, wir haben einen Zustand der Lethargie. Und natürlich möchte ich Sie nicht sozusagen von jeglicher Verantwortung freisprechen. Jeder Bürger, jede Bürgerin der Republika Srpska trägt auch eine gewisse Verantwortung für diesen Zustand. Aber trotzdem gibt es auch Hoffnungsschimmer. Und zwar geht es darum, den Bürger und die Bürgerin in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen. Und das war ein Fall, es ging um die Ermordung eines jungen Mannes, David Dragicevic. Und dieser Fall hat Bürgerinnen und Bürger sehr stark mobilisiert. Und zwar hat dieser Fall Menschen mobilisiert, unabhängig davon, woher sie kommen, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Zugehörigkeiten. Im Grunde genommen wollten die Bürgerinnen und Bürger auf diese Art und Weise eine Botschaft an die Entscheidungsträger senden, damit es geht um das Problem eines einfachen Menschen, eines kleinen Menschen sozusagen. Das war quasi eine Art Hoffnungsschimmer. Waren diese Massenproteste, die Mobilisierung, dass wir als Gesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger trotzdem noch in der Lage sind zu agieren und dass wir sozusagen nicht diesen allerletzten Anschluss verloren haben, einen Anschluss sozusagen in eine bessere, menschlichere, humanere Gesellschaft. Ja, das mit dem Deutschlernen, das ist nicht nur in der RS so, sondern das gilt für ganz Bosnien und Herzegowina aus allen Landesteilen gehen Menschen, vor allem junge und gut ausgebildete Menschen, weg. Und es kann dann leider passieren, dass bevor Bosnien und Herzegowina eine Bürger- und Bürgerinnengesellschaft ist oder wird, es gar keine Bürger und Bürgerinnen mehr gibt, die da sind, um das umzusetzen. Ich würde jetzt gerne Frau Čudić fragen, die seit 2018 als Abgeordnete der Partei Naša Stranka im Föderationsparlament sitzt. Und Naša Stranka ist, wir hatten gehört, es gibt sehr viele ethnonationalistische Parteien, dazu gehört Naša Stranka nicht. Naša Stranka heißt übersetzt unsere Partei und setzt sich ein für ein Bosnien und Herzegowina, indem auf allen Ebenen alle Bürger und Bürgerinnen gleichberechtigt sind. Frau Čudić, was heißt das denn, gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen, und wo sind wir auf diesem Weg? Bisher klang das ja nicht so, als ob wir da irgendwie auf dem Weg sind. Vielen Dank. Zunächst einmal einen herzlichen Gruß an alle Teilnehmer und Zuhörer an unser Auditorium. Die Frage, die Sie gestellt haben, sind wirklich Fragen für $1 Million. Wir haben sogar gelacht, als wir uns vorbereitet haben für dieses Plenum. Wir werden jetzt eine Verfassungsreform durchführen. Eine ganz einfache Aufgabe für einen Abend.
Ich werde natürlich jetzt nicht alles negieren, was die Panel-Teilnehmer bisher gesagt haben. Ich glaube, dass die Diagnose, die bisher gestellt worden ist, sowohl aus der Föderation als Bosnien-Herzegowina sowie auch aus der Republika Srpska, diese Analysen waren doch alle ziemlich richtig und klar. Gleichzeitig denke ich, dass wir in Bosnien-Herzegowina, und ich glaube, das ist der maßgebliche Unterschied im Vergleich zu entwickelten Gesellschaften, das ist die Zeit, die wir für die Diagnose sozusagen in Kauf nehmen, also um zu diagnostizieren, warum es bisher keinen Fortschritt geben konnte, woran das liegt, im Vergleich zu denen, die sich auf Innovationen fokussieren und nach Lösungen suchen. Ich muss sagen, dass ich doch etwas zynischer jetzt bin heutzutage, als ich es zum Beispiel vor 10 Jahren noch gewesen bin, als ich zum ersten Mal anfing, mich mit Politik zu befassen. Denn wenn man als junge Person in die Politik geht, man denkt nur über mögliche Lösungen nach, Ideen, Lösungsansätze, alles, was man erreichen möchte. Und mit der Zeit schrumpft natürlich diese positive Seite dieser ganzen umfassenden Ideen, wie man etwas lösen könnte, schrumpft zusammen auf vielleicht 3 bis 5 mögliche Lösungsansätze. Gleichzeitig möchte ich auch denken, dass, also ich glaube, der Fokus war heute bisher ganz zu Recht, lag bei der Verantwortung sowie der politischen Elite vor Ort, der einzelnen Parteien, aber auch was Frau Topic selber sagte, also der individuellen Bürgerinnen und Bürger, die meines Erachtens also eine Art Stockholm-Syndrom jetzt empfinden, also dass sie sozusagen als Geiseln sympathisieren mit den Geiselnehmern. Ich möchte aber jetzt doch jetzt politisch ganz inkorrekt sagen, dass die internationale Schadengemeinschaft da sehr eine sehr ambivalente Rolle spielt, sagen wir mal so. Jede natürlich erst einmal Friedensabkommen, der einen Krieg zunächst einmal beendet und das alles beendet, das ist natürlich immer ein gutes Abkommen, aber das ist nicht unbedingt deswegen eine gute Verfassung. Also lassen Sie uns loben, daten in dem, was erfolgreich war, dass nämlich der Krieg beendet werden konnte, was aber nicht der Fall war. Es wurde nämlich kein funktionierendes demokratisches System eingeführt in Bosnien-Herzegowina. Deswegen haben wir jetzt ein Paradox-Situation, also die internationale Gemeinschaft, die internationalen Akteure sind diejenigen, die Dayton also umgesetzt haben. Das heißt, Dayton hat tatsächlich den Krieg beendet, aber es ist funktional gesehen eine Art Zwangsjacke für alle, die versuchen, da was zu bewegen. Gleichzeitig erlebt jetzt die internationale Gemeinschaft, unabhängig von diesen ganzen verschiedenen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, das ist ja bereits schon angesprochen worden, die Staatengemeinschaft, die internationale Schadengemeinschaft, sie behandeln uns gewissermaßen als hochentwickeltes demokratisches Land und erkennen alle Wahlergebnisse an und treffen sich natürlich gleichberechtigt mit den unterschiedlichen politischen Führern. Und das ist ein Paradox vielleicht für die deutsche Zuhörerschaft. Also eigentlich ist das, was die machen, diese Politiker, diese politischen Führer, die Führer der politischen Parteien, was die machen, wird aber rechtlich verboten eigentlich hier. Denn sie negieren praktisch den Genozid zum Beispiel. Sie werden, also Kriegsverbrecher werden in Empfang genommen mit Blumen zum Teil auf den Flughäfen. Also das dürften sie ja gar nicht so, diesen Genozid, diesen Völkermord leugnen in anderen Teilen Europas. Aber diese sind trotzdem legitimiert, beziehungsweise werden als gleichberechtigte Partner gesehen von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft. Das ist ein Paradox. Das heißt, Bosnien-Herzegowina macht Folgendes. Also die Europäische Union, das ist ja das einzige Territorium, wo die Europäische Union nicht ihre Standards durchsetzen, sondern die Führer da in der Europäischen Union, sie ermöglichen erst, dass diese undemokratischen Standards hier umgesetzt werden können, indem sie zusammenarbeiten mit diesen führenden Persönlichkeiten. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Also im Parlament werden wir also nicht als legitime Partner gesehen für die internationale Gemeinschaft, sondern wir werden quasi als Bauern, also vom Schach her gesehen, als Bauernfiguren nur gesehen. Also die internationale Staatengemeinschaft
nimmt daran teil. Also da werden quasi in Restaurants gewisse Absprachen außerhalb der Parlaments, gewisse natürlich außerhalb der offiziellen diplomatischen Kanäle Absprachen getroffen. Und das wird dann akzeptiert. Und das ist etwas, ich muss jetzt sagen, dass ich trotzdem Optimistin bin. Bosnien-Herzegowina, wer das nicht kennt, ist natürlich ein kleines Land mit etwas weniger als 3 Millionen Einwohnern. Aber wir haben ein Riesenpotenzial, wir haben große natürliche Ressourcen. Wir sind geostrategisch in einer sehr guten Lage, einer außerordentlich wichtigen Position. Wir sind tatsächlich das Tor zwischen dem Osten und dem Westen mit der Möglichkeit, auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich sich zu verbinden mit den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Das müsste eigentlich auch unsere Kraft, unser Vorteil sein, dass wir mit Washington, mit Moskau, mit London, mit Berlin kommunizieren können. Wir haben ein Riesenpotenzial, aber wir befinden uns in dieser Zwangsjacke und ein Schlüssel, glaube ich, liegt aber in den Händen der internationalen Staatengemeinschaft, uns zu befreien aus dieser Zwangslage. Das sagen Sie als lokale Politikerin, dass der Schlüssel dazu bei der internationalen Gemeinschaft liegt. Das muss er dann schon wirklich dramatisch oder das? Nicht nur. Nicht nur in der internationalen Standgemeinschaft, aber sicher neben der Verantwortung der lokalen Akteure gibt es natürlich auch die Beteiligung der Standgemeinschaft. Da wird ja Dayton weiterhin aufrechterhalten. Es gäbe noch sehr viel zu diskutieren und ich bin mir sicher, wir kommen dann später auch noch mal auf bestimmte Punkte zurück. Aber weil das Stichwort internationale Gemeinschaft jetzt auch schon viel und die Verantwortung und die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft wird natürlich sehr gut ausgedrückt durch Herrn Valentin Insko, der heute Abend mit uns da ist. Und deswegen würde ich jetzt gerne nach dieser ersten Runde abgeben an Marion Kraske, die sich jetzt mit Valentin Insko unterhalten wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal an die Runde. Vielen Dank, Judith. Vielen Dank an unsere Panelistinnen. Und das war eine gute Überleitung von Sabina Cudic, die auch kritisch die Rolle der internationalen Gemeinschaft angesprochen hat. Wir begrüßen jetzt Herrn Valentin Insko. Er ist hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina seit 2009, eingesetzt von den Vereinten Nationen in der Resolution 1031 des UN-Sicherheitsrates. Herr Insko, vielen Dank fürs Kommen heute Abend. Sie wachen über die Einhaltung des Friedensabkommens, so ist es offiziell formuliert, eine wichtige Aufgabe, leider muss man sagen, auch 25 Jahre nach Ende des Krieges. Das sehen wir auf Tagesbasis. Und wir haben es ja eben im ersten Panel gehört, die Teilnehmerinnen berichten darüber. Es gibt Bedenken, es gibt Klagen über dieses Dayton-System, über diese starken Diskriminierungen, die Ungerechtigkeiten, die dieses System Dayton auch geschafft hat. Wir sehen nun auf Tagesbasis auch wieder zunehmend Radikalisierungen der nationalistischen Parteien. Es herrscht de facto eine Art kalter Krieg eigentlich zwischen den ethnischen, politischen Gruppierungen und Blöcken. Warum gibt es Ihrer Meinung nach noch immer keine Normalisierung 25 Jahre nach Ende des Krieges und nach der Unterzeichnung dieses Friedensabkommens? Ja, das ist keine einfache Frage. Aber ich möchte grundsätzlich sagen, dass man nicht immer Dayton heranziehen kann für alles. Ja. Denn wir hatten die ersten 10 Jahre gewaltige Erfolge. Sie werden mir wohl zugeben, dass die konvertible Mark vielleicht die stabilste Währung ist am ganzen Balkan. Wir haben eine Grenzpolizei bekommen, wir haben alle Symbole bekommen, Nummerschilder, die Fahne und so weiter, eine Hymne, zwar noch ohne Text, ja, wie Spanien, aber immerhin. Es gab gewaltige Fortschritte mit der gleichen Dayton-Verfassung wie heute. Und Sie, Frau Kraske, haben einmal gesagt, Dayton ist sicher nicht schuld, wenn Sarajevo die meistverschmutzte Stadt der Welt ist, ja. Oder wenn wir kein Wasser hatten vor 2-3 Jahren, mit Wasserabschaltungen und so weiter, ja, mit Rationierungen. Oder die Straßenbahn etc. Da ist Dayton nicht schuld. Ja. In Sarajevo gibt es keinen Dodik, ja. In Sarajevo gibt es keinen Čović und trotzdem ist Sarajevo kein Singapur geworden. Andererseits, wenn man den guten Willen hätte, dann könnte man große Schritte machen, selbst mit dieser Verfassung. Ja. Ich habe ein Zitat herausgesucht von einem General der Luftwaffe, ein Serbe, Blagoje Grahovac vom Oktober 2020. Ganz kurz werde ich ihn zitieren. Ja.
wenn Bosnien-Herzegowina nicht eine Geißel ihrer Politiker wäre, würde man Dayton gar nicht wahrnehmen. Oder anders gesagt, das Dayton Bosnia würde funktionieren, aber ohne diese Politiker. Ja. Also das ist das eine Extrem, dass man mit dieser Verfassung funktionieren könnte. Even a bad constitution can work, ja, das wissen wir. Und auch die besten Verfassungen sind oft, führen zu gar nichts. Ja. Wir wissen ja, dass viele afrikanische Länder, auch die Sowjetunion, hatte alle Rechte, alle Freiheiten in der Verfassung. Ja. Aber natürlich die Umsetzung war eine andere Geschichte. Auch was die sogenannten Sonstigen betrifft. Die Sonstigen, ja, die Others, ja, das klingt sehr, ja, nicht sehr angenehm. Ja, also die Roma und Juden. Die sind in der Verfassung erwähnt, ja. In der Dayton-Verfassung werden die sogenannten Sonstigen und die Bürger erwähnt. Und die Sonstigen sogar mit einem großen S oder the Others mit einem großen O, ja. Die werden dort erwähnt. Aber natürlich gab es nie eine Umsetzung. Und diese sogenannten Sonstigen, die sind gar nicht so eine kleine Gruppe. Sie haben selber erwähnt, 400.000 in Bosnien-Herzegowina. Oder wie die Moderatorin ja auch gesagt hat, es genügt einfach, wenn man den falschen Meldezettel hat. Mhm. Ja, wenn man als Serbe in Sarajevo geboren ist, dass der Wohnort entscheidet, ob man gewählt werden darf oder nicht. Das ist fürchterlich und das ist nicht erst seit 12 Jahren. Seit den Urteilen im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, das passiert schon 25 Jahre. Und noch einmal, Dayton bietet die Möglichkeit, auch dass die anderen drankommen. Und in Sarajevo wurde das sogar umgesetzt. Im Kanton Sarajevo sitzen die Sonstigen im Gemeinderat. Mhm. Also man kann schon etwas machen, wenn man will. Können wir da noch mal drauf eingehen? Sie sprachen von diesen Diskriminierungen und wir haben es ja vorhin auch noch mal von Frau Sornitsch gehört. Roma und Juden dürfen zum Beispiel eben nicht, das sind die anderen, die Sie ansprachen, zum Beispiel nicht fürs Präsidialamt kandidieren. Es gibt diese 5 Fälle in Straßburg, die eben klar gemacht haben, dass damit wirklich EU-Recht gebrochen wird. Internationales Recht, Menschenrechte, Individualrechte. Warum ist nichts passiert? Hat auch der OHR da zu lange zugeschaut? Naja, da muss ich zumindest einen Kollegen von mir verteidigen, einen Spanier in unserem Büro. Der Javier, also unser Kollege, hat den Fall Sejdic gewonnen als erster. Das war der erste Fall Sejdic, der arbeitet bei uns im Büro. Früher war er bei der OSZE, jetzt ist er bei uns. Also er hat schon etwas getan, dass sich hier etwas verändert. Aber es ist eben so wie überall und immer in Bosnien-Herzegowina. Es gibt keinen Sense of Urgency. Man hat unendlich lange Zeit, um etwas umzusetzen oder nicht umzusetzen. Und es gibt keine Implementierung. Ja. Zum Beispiel hat die Akademie der Wissenschaften vor dem Verfassungsgerichtshof dafür gekämpft, dass sie registriert wird in Bosnien als staatliche Institution. Und der Justizminister will das einfach nicht registrieren im Register, dass die Akademie der Wissenschaften von Bosnien-Herzegowina registriert wird. Ja. Also es fehlt an der Umsetzung und natürlich fehlt es auch an den Konsequenzen. Frau Kraske, Sie wissen auch, dass wir 2 Phasen hatten in Bosnien-Herzegowina. Die erste war sehr erfolgreich, sehr robust, mit starker internationaler Beteiligung. Die war preskriptiv, diese Anwesenheit. Ja. Und die zweite Phase, wegen der großen Erfolge, weil es dann besser ausgeschaut hat, das war die Phase der lokalen Verantwortung, Local Ownership, ja. Und diese zweite Phase war nicht sehr glorreich. Ja, die würde ich gerne mit Ihnen noch mal kurz beleuchten. Wir haben es auch gehört, Sabina Čudić ist auch noch mal darauf eingegangen. Wir haben eine politische Klasse, die eben tatsächlich natürlich nicht liefert. Tanja Topic hat auch noch mal irgendwie die Charakteristika dieses Landes und auch ihrer politischen Klasse hervorgehoben. Nepotismus, Klientelismus, Korruption, das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit, das ist alles sozusagen ein wenig gefördert worden durch diesen Local Ownership Ansatz, der in der Tat, und da sind sich eigentlich Experten irgendwie, Analysten zumindest irgendwie einig, dazu gibt es auch ein neues Papier von Bodo Weber, einem Balkan-Experten und auch einem Partner von Heinrich Böll, dass dieses Local Ownership-Prinzip jetzt zu früh kam. Wie sehen Sie das, wie bewerten Sie das, Herr Insko? Sie plädieren letztendlich im Moment für eine dritte Phase des OHR. Ja, die Local Ownership hat natürlich fantastisch funktioniert im Baltikum, aber nicht im Balkan. Also Estland, Lettland und Litauen,
Slowakei, auch natürlich Slowenien und die Polen waren unglaublich erfolgreich mit dieser Local Ownership. Jetzt hat die EU gedacht, wir machen das Gleiche am Balkan. Und nach diesen großen Erfolgen der ersten 10, 12 Jahre, ja, wo wir auch ein gemeinsames Verteidigungsministerium bekommen haben, ich war Botschafter in Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg, ich dachte, das ist undenkbar. 400.000 Soldaten mussten demobilisiert werden. Es gab 2 Ministerien, es gab 3 Armeen. Wir haben ein Ministerium bekommen. Und dann dachten wir, jetzt geben wir alles den lokalen Kräften. Die sollen selber weitermachen. Und das waren die letzten 12 Jahre. Ja. Ich glaube, wir sollten wieder Elemente der ersten Phase übernehmen. Ja. Und es ist ja nicht das erste Mal. In Deutschland gab es 45 Jahre eine beschränkte Souveränität. In Österreich hat das 10 Jahre gedauert. Und auch im EU-Land Zypern gibt es 56 Jahre internationale Präsenz mit den UNO-Soldaten, UNFICIP. Ja. Ich glaube, internationale Präsenz ist beneficial, kann zu guten Resultaten führen, muss aber natürlich einmal auch zu Ende gehen, das ist klar. Und zu Ende gehen muss diese internationale Präsenz dann, wenn die Dinge unumkehrbar sind, wenn Bosnien-Herzegowina unumkehrbar eine richtige Richtung eingenommen hat. Ich würde ganz gerne noch mal da ein bisschen weitermachen. Es ist ja im Moment eine Debatte entbrannt. Wie geht es weiter, also mit Ihrer sozusagen Institution, der High Representative, der Hohe Repräsentant? Es gibt einen Ansatz, den haben Sie gerade auch kritisiert, diesen Local Ownership-Ansatz. Damit ist der OHR ja stufenweise entmachtet worden. Das heißt, sie hatten in der Art nicht mehr die Unterstützung für zum Beispiel die Nutzung der speziellen Bonn-Power. Glauben Sie, dass diese Mission, dieser Ansatz im Nachhinein gescheitert ist, weil wir eben sehen, dass seitdem keine tragfähigen Reformen mehr auf den Weg gebracht werden? Ja, es wurden keine großen Reformen beschlossen, keine wichtigen Gesetze verabschiedet. Und die Local Ownership würde natürlich funktionieren, fantastisch funktionieren, Frau Kraske, wenn wir solche Minister hätten wie den Herrn Nedim Ademovic, ja, den Sie am Anfang interviewt hatten. Einer der brillantesten Juristen Mitteleuropas, bitte, ja, einer der besten. Das kann man, einen besseren kann man schwer finden. Solche Leute kommen leider nicht in die Regierung. Ja. Oder unsere Justizministerin in Österreich, die Alma Sadic aus Tuzla, die hätte zu Hause keine Chance, eine Kantonalministerin zu werden. Das ist leider das große Problem. Aber solche Leute gibt es schon. Und dann könnten wir natürlich unsere Zelte sofort abbrechen. Wir haben sehr erfolgreich. Ja, bitte. Ja, aber gut, wir haben sie nicht. Das heißt, Sie fordern eine dritte Phase mit einem stärkeren OHR-Engagement. So ist es. Wie stellen Sie sich das vor und was würden Sie gerne machen? Was sollte umgesetzt werden? Na, ich hätte 20 Punkte persönlich, ja. Und. Einer wäre zum Beispiel 50% Damenanteil in den exekutiven Funktionen. Wir haben das Gesetz, das sagt 40%. Ja. Natürlich wurde es nie umgesetzt, ja. Aber ich wäre sogar für 50%. Nein, aber die wichtigsten zwei Dinge wären die Deblockade der Institutionen. Die Deblockade der Institutionen, ganz, ganz wichtig. Möglichkeiten gibt es, das hat schon Miroslav Lajčák angedacht. Ja. Und das Zweite natürlich, eine Schocktherapie im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit. Und da wäre eigentlich eine Reform sogar schnell möglich. Ich würde sagen, 2 bis 4 Jahre. Die Gehälter haben wir, die Institutionen haben wir. Wir haben viele oder mehrere Nedim Ademovic, ja, im Rechtsbereich. Und da könnte man in Zukunft gute Staatsanwälte haben, gute Richter. Und das Land könnte dann wirklich in relativ kurzer Zeit anders ausschauen. Ja, vielen Dank. Sabina Čudić hat auch noch mal angesprochen, das Problem ist wirklich die Radikalisierung der Agenten, nicht nur von Milorad Dodik, die Serben, die auf Tagesbasis eigentlich die Sezession ankündigen, aber auch die von Ellen vorhin angesprochene sogenannte Föderalisierung der Kroaten, die eigentlich eine weitere ethnische Teilung wollen, eine eigene dritte Entität, Treći Entität, wie es genannt wird. Und die Folge dieser Politiken ist eigentlich eine Totalparalyse des politischen Systems. Warum sind Sie nicht in der Lage, das im Moment einzudämmen, diese Zentrifugalkräfte einzufangen? Ich hätte schon einige Ideen, auch in der Schublade. Aber wie gesagt, die internationale Gemeinschaft hat de facto die Bond Powers abgeschafft, ja. Auch im guten, auch im technischen Bereich de facto abgeschafft. Und manchmal
sind wir auch gescheitert bei gemeinsamen Stellungnahmen, nicht Bombauers, einfach Stellungnahmen, Presseerklärungen, ja. Da ist es nicht zu gemeinsamen Statements gekommen. Und ich glaube, da muss sich etwas ändern. Auch die Europäische Union hat Mechanismen, die Politiker zu bestrafen, zum Beispiel der Visa-Zwang beziehungsweise Travel Ban, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Reisebeschränkung. Die Reisefreiheit zu beschränken, ja, zum Beispiel, dass gewisse Politiker nicht mehr in die EU einreisen dürften. Ja. Das Zweite wäre das Einfrieren von Konten etc. Diese Mechanismen bestehen in der EU bereits für jene, die den Dayton-Vertrag untergraben oder ihn schwächen. Das müsste man einfach einmal umsetzen und nicht nur zuschauen und warten. Und wie Frau Zulic gesagt hat, mit diesen gleichen Persönlichkeiten, die den Staat zerstören wollen, ununterbrochen zusammenkommen. Da muss es Konsequenzen geben. Ja, Konsequenzen, Stichwort. Warum dürfen die Serben nach wie vor, auch insbesondere eben halt der Staatspräsident, einer von dreien, die Milorad Dodik, den Genozid weiter leugnen? Warum ist das noch erlaubt? Und warum dürfen die Kroaten ihr kriminelles Projekt Herzeg-Bosna auch weiterhin glorifizieren, die damit auch begangenen Kriegsverbrechen glorifizieren, indem zum Beispiel Dragan Čović bei einer Anhörung vor dem UNO-Sicherheitsrat ganz offen im Hintergrund eine Herzeg-Bosna-Fahne gezeigt hat. Herzeg-Bosna, vielleicht für diejenigen, die davon noch nicht so viel gehört haben, war der kriminelle Parastaat, im Kontext dessen die Kroaten in der Herzegowina insbesondere Kriegsverbrechen begangen haben, Vergewaltigungen stattgefunden haben. Und vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wurde dieses Herzeg-Bosna-Projekt mit 111 Jahren Haft insgesamt geahndet. Also Herr Insko, nochmal die Frage an Sie, warum ist das überhaupt noch erlaubt? Also ich lobe mir da wirklich, heute sind wir Gast bei einer deutschen Institution, da lobe ich mir wirklich die Rede vom Heiko Maas vom 28. Oktober 2020, wo er klipp und klar gesagt hat, in aller Kürze und in aller Deutlichkeit, für Staaten, die Kriegsverbrecher verherrlichen, gibt es keinen Platz in der EU und natürlich auch für Politiker. Ja. Und ich werde vielleicht dieser Tage einen Brief schreiben an Herrn Maas, und ihn daran erinnern, dass es einen Mechanismus gibt in der EU, wo es Konsequenzen geben soll für solche Politiker. Es ist natürlich auch, ich bin Katholik, es ist natürlich auch eine Schande, dass für einen Rückkehrer, für einen kroatischen Kriegsverbrecher, der rechtskräftig verurteilt wurde, dass nach seiner Rückkehr eine Messe, ein Dankgottesdienst gefeiert wird. Es ist ja unglaublich. Für einen Kriegsverbrecher, ja. Oder dass die Kriegsverbrecher ausgezeichnet werden mit Orden, ja. Da habe ich jetzt einen Brief geschrieben, wie Sie wissen, vor circa 2-3 Wochen an den Präsidenten des Parlaments der Republika Srpska, diese Orden wieder einzuziehen und sich von dem zu distanzieren. Denn es geht ja nicht, dass wir hier in Mitteleuropa noch immer Kriegsverbrecher verherrlichen und dass die plötzlich als Helden gefeiert werden, sie Straßen bekommen, ob in Mostar oder in Banja Luka. Und ich werde auch dieser Tage einen Brief schreiben an alle Bürgermeister, jetzt haben wir alle Bürgermeister, ja, wir haben alle Gemeinderäte, zu prüfen, welche Straßennamen geändert werden sollen. Okay, Sie haben auch in die Diskussion eingebracht, ein Gesetz gegen die Leugnung, zum Beispiel des Genozids. Was können wir uns davon erwarten? Ja, schauen Sie, ich bin ja ein Befürworter von guten einheimischen Lösungen. Ja? Und deshalb werde ich einen Gesetzentwurf, den ich in der Schublade habe, schon in den nächsten Tagen auf Reise schicken, ins Parlament in Bosnien-Herzegowina, an verschiedene Parteien, damit diese Parteien dann über dieses Gesetz noch einmal erörtern können und es hoffentlich verabschieden können. Und wenn nicht, muss natürlich die internationale Gemeinschaft einen weiteren Schritt tun. Es geht da nicht an, dass wir ein Leugnungsgesetz haben in der Schweiz, ein Leugnungsgesetz betreffend Genozid in Belgien, ja. Aber dort, wo es passiert ist, haben wir nichts in Bosnien-Herzegowina. Das geht nicht. Bevor ich die letzte Frage stelle, kurz eine Frage aus dem Chat. Frau Christina Čović fragt zum Thema Mostar-Wahlen. Da gab es ja auch ein sehr seltsames Einschreiten der internationalen Gemeinschaft, in dem Falle der EU. Sie waren auch mit auf dem Bild. Es gab im Grunde genommen ein Parteien-Agreement,
Wer nicht eingeladen war, waren zum Beispiel Vertreter der Zivilgesellschaft, auch die anderen Parteien, zum Beispiel Nascha Stranka war nicht eingeladen, der Oppositionsparteien. Hier ist die Frage gestellt worden, wie das überhaupt sein kann, dass die internationale Gemeinschaft da wirklich nur drei Parteien einlädt. Es waren de facto eigentlich zwei, HDZ und SDA. Das heißt, die Nationalisten stützt, aber die eigentlichen Oppositionskräfte außen vor lässt. Wie bewerten Sie das? Ja, bei den Verhandlungen war ich auch nicht eingeladen, obwohl wir das Statut geschrieben haben. Ja. Ich war aber bei der Schlusszeremonie dabei und ich habe auch sichergestellt, dass das Statut von Mostar bei der Wahl des Bürgermeisters respektiert wird, denn in der ersten Runde wurde offen gewählt und ich habe gesagt, bitte, ihr müsst euch an das Statut halten und ihr müsst den Bürgermeister in geheimer Wahl wählen, denn erstens steht das im Statut drin und zweitens, es hätte dann später jeder den Bürgermeister klagen können, dass er nicht ein legaler Bürgermeister von Mostar ist. Das hat man dann eben korrigiert und den Bürgermeister geheim gewählt, das war dann korrekt. Ja. Was die Zivilgesellschaft betrifft, das ist wirklich ein Manko. Ich muss mich aber ein bisschen verteidigen. Wir haben vor 4-5 Jahren auch eine Debatte gehabt im OHR betreffend Statut, betreffend Bürgermeisterwahl und wir haben damals 11 Gruppierungen eingeladen gehabt. Okay, das waren Parteien, aber auch die kleinsten Parteien. Wir wollten alle dabei haben. Zu diesen Gesprächen sind die zwei großen Parteien nicht erschienen, SDR und HDZ, ja. Aber wir haben versucht, alle einzubeziehen. Und natürlich funktioniert jede Gesellschaft besser, wenn auch die Zivilgesellschaft dabei ist. Und dort sind ja zum Teil Juwele unter denen, ja. Und ein so ein Juwel ist auch der Herr Perdue, heißt er, glaube ich, ja, in Banja Luka. Der hat diese Proteste organisiert zugunsten von David Dragicevic. Und bei einem dieser Proteste an einem Tag, glaube ich, 2018, kurz vor der Wahl, da kamen 40.000 Personen zu diesen Protesten im Zentrum von Banja Luka. Also alle Ehre allen diesen Organisatoren. Und das ist nicht so einfach. Man wird ja dann verfolgt. Man muss fast jeden Tag zum Gericht. Ja. Es gibt Strafen für Leute, die kein Einkommen haben, etc. etc. Die Zivilgesellschaft müsste aber ein bisschen, Frau Kraske, entschuldigen Sie, ein bisschen aktiver werden. Ja. Okay, ich freue mich, dass die Gedenktafel für Radovan Karadzic entfernt wurde in Bale. Das war mein, ich habe das von Dodik verlangt und ich habe meine Frist gesetzt, ja. Aber die akademische Gemeinschaft hat keine Petition geschrieben. Die Zivilgesellschaft hat keine Briefe geschrieben an die Abgeordneten in Brüssel zum Beispiel. Habe ich alles vermisst. Die Intellektuellen haben das nicht getan. In Mostar gab es aber genau das Gegenteil. Da hat zum Beispiel Irma Baralja geklagt, hat ja auch in Straßburg irgendwie überhaupt gewonnen. Ja. Das heißt, es gab eine sehr aktive zivilgesellschaftliche Akteurin, die auch zufällig irgendwie noch gleichzeitig irgendwie in einer Partei ist, auch in der Nascha Stranka, und wurde auch nicht eingeladen seitens der EU bei diesem, sagen wir mal, famosen. Sie hat, Frau Kraske, sie hat überhaupt diese Wahl ermöglicht. Genau, ja. Genau. Sie war der Auslösende, das Auslösende. Ja, wurde Moment, aber ja. Nachher eben auch, wurde eben auch nachher marginalisiert seitens der EU-Vertreter. Letzte Frage, Herr Inske, und dann machen wir erstmal weiter, bevor wir nachher nochmal zu Ihnen zurückkommen. Ein neuer Mann könnte Sie bald beerben, so hört man, es ist in der Diskussion genannt worden, Christian Schmidt von der CSU. Das ist eine Initiative Deutschlands, wobei einige Sachen eben unklar sind. Die Motive, die Ziele, klar ist, Russland hat schon gesagt, dass sie eigentlich keine Verlängerung des OHR-Engagements unterstützen würden. Und auch der Chef, kurioserweise der Chef der EU-Delegation, Johann Sattler, hat sich dieser Tage geäußert und hat auch gesagt, man müsste den OHR schrittweise abschaffen. Wie bewerten Sie diese Diskussion und was würden Sie sich sozusagen von einer Neubesetzung versprechen? Also ich möchte diese Debatte nicht weiterführen. Ich könnte ja auch sagen, dass der Sonderbeauftragte der EU abgeschafft werden soll in Sarajevo, schrittweise. Ja. Denn wenn Bosnien-Herzegowina ein normales Land ist auf dem Weg zur EU, dann braucht es ja keinen Sonderbeauftragten. Nicht? Ja. Was Herrn Schmidt betrifft, so ist es laut meinen Informationen so, dass die Frau Bundeskanzlerin den Heiko Maas informiert hat, dass er hat dem auch zugestimmt, dass es einen deutschen Kandidaten gibt, ja. Und ich glaube, es wäre das Beste, wenn der neue Kandidat mit neuen Ideen käme, als mit frischem Wind, ja,
und gestärkt durch ein großes Land, das größte Land in Europa, Deutschland. Und wenn er natürlich auch die beiden Administrationen hinter sich hätte, zu 120% Brüssel. Und das mit Moskau, das muss natürlich Deutschland ausschnapsen. Das ist für mich eine Schuhnummer zu groß, ja. Aber dann könnten wir wirklich etwas bewegen wieder in Bosnien-Herzegowina. Und das wollen wir ja. Wir müssen etwas bewegen, um es abzuschaffen. Ja, vielen Dank erstmal, Valentin Insko. Wir machen gleich nochmal weiter. Judith und die Panelistinnen, vielleicht können wir irgendwie nochmal ein bisschen zurückgehen in die Runde und das vielleicht auch nochmal aufgreifen, was Herr Insko uns gerade hier vermittelt hat. Das ist ja auch eine klare Kritik gewesen, eben an, zum Teil an einer zu geringen Unterstützung für das, was sein Amt eigentlich hergeben würde. Ja, und ich würde auch gerne noch mal, es gab auch eine Frage aus dem Chat und das mit verbinden. Ja, mit ja, bitte, Povesa. Judith. Aber vielleicht gehen wir erst zu Leyla Gatschavitsa, die auch Mitglied ist in der Western Balkan Strategy Group, einer Strategiegruppe, die es für eine effektive EU-Erweiterungspolitik einsetzt. Und die als Co-Autorin dieser Strategy Group ein Paper veröffentlicht hat, das sich mit 25 Jahren dem Dayton-Friedensabkommen befasst und fragt, wie sieht der Weg aus zu einer zukunftsfähigen Vereinbarung. Dieses Papier ist jetzt veröffentlicht und Sie können das auch finden auf den Heinrich-Böll-Webseiten. Leyla, was sind die Hauptforderungen? Wie kann der Weg aus diesem Dayton-Friedensabkommen heraus stattfinden? Da gibt es ja ganz viele Forderungen an die internationale Gemeinschaft. Das ist der Punkt für heute Abend für Herrn Insko. Ja. Natürlich, ich glaube, es ist ja zuvor ja auch gesagt worden, was natürlich das Daytoner Friedensabkommen gebracht hat für Bosnien-Herzegowina, nämlich natürlich der Krieg ist zu Ende gebracht worden, aber es geht jetzt um einen Frozen-Konflikt gewissermaßen jetzt und auch um einen Frozen-Peace gewissermaßen im Rahmen dieses Dokuments. Was die Venezianische Kommission schon 2005 gesagt hat, war, dass die Verfassungsreform unabkömmlich ist und tatsächlich erforderlich ist in Bosnien-Herzegowina, aber dass es ein sehr langwieriger Prozess ist. Das sind ja schon 15 Jahre vergangen und wir gehen da sehr langsam voran. Was für alle sicherlich bekannt ist, aber gestatten Sie mir das zu sagen, für all jene, die nicht in Bosnien-Herzegowina leben, sie nicht auskennen, nämlich wenn wir davon sprechen, dass es einen mangelnden politischen Willen geht, da gucken wir immer auf die internationale Staatengemeinschaft, was die internationale Staatengemeinschaft tun kann. Jedes Mal, wenn Bosnien-Herzegowina gewissermaßen eine eingefrorene Position sich wieder findet, dass die politischen Eliten sich nicht halten an das, was sie zugesagt haben und so weiter. Und Bosnien-Herzegowina ist natürlich oft auch Angriffsfläche von außen. Aber was dieses Papier definiert letztlich, sind unsere Anforderungen in Richtung der internationalen Schadengemeinschaft im Rahmen des Daytoner Abkommens, der uns führen soll, auch aus diesem Status Quo, aus dieser Status Quo-Position, wie Sabina Cudic gesagt hat, also eine gewissermaßen eine Zwangsjacke ist für uns. Und da sollte die internationale Staatengemeinschaft eine konstruktivere Rolle spielen, meines Erachtens. Der Weg in Richtung Europäische Union, habe ich bereits gesagt, ist ein gewisses Momentum für uns, für Bosnien-Herzegowina. Aber wir müssen diese Chance auch nutzen, gemeinsam mit dem, was die internationale Staatengemeinschaft auch machen kann in Bosnien-Herzegowina und so tun sollte. Und zwar nicht nur formell die Bedingungen erfüllen, sondern also nicht nur hier einfach abhaken, wie das zum Beispiel in Bosnien, Mostar der Fall war, sondern man muss konstruktiver an die Sache herangehen, mit großem Verständnis des Kontexts und zwar auch nicht nur im Inneren, sondern auch diese Faktoren von außen betrachten, die unser Land destabilisieren. Und ich möchte ein paar Dinge aus diesem Papier erwähnen. Sie können das in Englisch, in Deutsch auch finden. Es sollte Bosnien-Herzegowina unterstützt werden, was die europäische Integration angeht. Und vor allen Dingen sollten also diese Angriffe von außen auf Bosnien-Herzegowina als Gesamtstaat aufhören. Und natürlich sollten alle Anforderungen im Weg zur europäischen
Union unterstützt werden. Denn das wird natürlich letztlich Fortschritt bringen und nicht nur formell die Bedingungen erfüllen. Was auch Herr Insko bereits erwähnt hatte, es sollten die Reformen natürlich vorangebracht werden und auch vor allen Dingen, was Kriegsverbrechen angeht, die begangen worden sind in den 90er Jahren, das darf natürlich nicht einfach sozusagen den politischen Eliten überlassen werden, dass sich damit sozusagen abzurechnen. Beispielsweise, also dieses Beispiel, dass diese Tafel für Radovan Karadzic abgenommen worden ist, das ist ein guter Schritt in diese Richtung, aber das muss weitergehen. Und der Europäische Gerichtshof und die entsprechenden Beschlüsse im Hinblick auf das Wahlrecht, die Wahlverfahren, das muss natürlich auch im Vordergrund stehen. Das muss losgelöst gesehen werden von anderen politischen Fragen. Und die internationale Staatengemeinschaft muss darauf bestehen, dass diese Prozesse depolitisiert werden. Das sind ein paar Schlüsseldinge, für die unsere Gruppe sich einsetzt und die wir gerne von Seiten der europäischen, der Staatengemeinschaft, der internationalen, gerne gefördert sehen würden in Bosnien-Herzegowina. Danke. Frau Sornic. That was, yeah. Okay. Vielen Dank. Frau Čudić, an Sie hatte ich noch die Frage, wir hatten ja viel gesprochen darüber, dass die Urteile auch von den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zwar es in mehrere Jahre immer wieder Urteile gab und Bosnien-Herzegowina dazu aufgefordert wurde, das endlich umzusetzen und die Diskriminierung abzuschaffen, was bisher nicht passiert ist, außer bei einem Urteil, das Ihre Parteikollegin Irma Baraja auf den Weg gebracht hat. Wir hatten schon gehört, die Wahl in Mostar. Sehen Sie das denn positiv? Ist das ein guter Weg? Ist das jetzt, macht Mostar und die Wahl in Mostar Hoffnung auf mehr? Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie in dem Gespräch zuvor auch gerade eine sehr wichtige Sache angesprochen hatten, genau das, worauf ich hingewiesen hatte, und zwar, dass eben die direktesten Akteure sogar nicht sich beteiligt hatten an den Verhandlungen mit den Führern dieser verschiedenen ethnisch-nationalen Parteien. Und ich glaube, dass in der Antike natürlich nicht nur in Ihre Richtung, Herr Insko, nicht nur, weil Sie hier sich beteiligen an diesem Panel, sondern ich denke vor allen Dingen, auch die verschiedenen Institutionen, die vertreten sind, die verschiedenen Botschaften, wo auch solche Gespräche forciert werden mit den Führern dieser ethno-nationalistischen Gruppierungen oder Parteien. Und ich glaube, Frau Baraja, Frau Sornic und andere sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Denn die Bürgerinnen und Bürger, die einzelnen Individuen werden hier auf den Plan gerufen, die sich für ihre individuellen Rechte einsetzen. Nicht als Politiker, nicht als Parteiführer, sondern für sich und ihre Rechte eintreten. Ich glaube, das ist wichtig, ein sehr wichtiger emanzipatorischer Mechanismus für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen das, also nicht nur die Emanzipation der politischen Prozesse, wir brauchen vor allen Dingen das, dass wir uns von diesem Stockholm-Syndrom freimachen, damit die Bürgerinnen und Bürger endlich sehen, dass sie eigentlich an jedem Tisch auch tatsächlich sich beteiligen müssen. Es soll keinen Tisch geben in Bosnien-Herzegowina, wo irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, wo sie sich nicht beteiligen dürften, und zwar systematisch und von der Verfassung her nicht beteiligen dürften. Ich glaube, das sind notwendige emanzipatorische Mechanismen, aber sie allein genügen natürlich nicht. Die Zeit hat das gezeigt. Diese Dinge genügen natürlich nicht, um das System zu reformieren, aber das sind doch eine Art Leuchttürme für Veränderungen, die wir in die Wege leiten können. Und aus diesem Grunde ist uns das erforderlich. Und letztendlich, Sie haben das ja auch gesehen, also diese Synergie, diese energischen Effekte der NGOs, der unabhängigen Analytiker, der kritisch eingestellten Personen und der Politik und der internationalen Gemeinschaft. Also diese drei Dinge müssen zusammenkommen.
Und wenn ich über die internationale Staatengemeinschaft spreche, spreche ich nicht von irgendeiner ausschließlichen Verantwortung oder dergleichen. Die Verantwortung liegt natürlich in unseren Händen. Local Ownership. Wir sollten die Eigentümer unserer eigenen Dinge sein und unser Schicksal bestimmen. Aber natürlich sind die Garanten für den Staat liegen auch außerhalb unseres Staates. Und deswegen müssen sie sich auch verantwortlich benehmen sozusagen und dürfen uns nicht solche Lösungen anbieten, die unmöglich wären in ihren eigenen Ländern in der Europäischen Union. Und deswegen dürfen die Bosnier und Herzegowina, die Bürgerinnen und Bürger, nicht als Laborratten gewissermaßen behandelt werden, wo man politische Experimente durchführt, die unannehmbar und verboten werden in den Ländern, aus denen diese Garanten kommen. So dass ich dazu aufrufe, zur Verantwortung und zur Einhaltung der Standards. Die Europäische Union ist zu dem geworden, was sie jetzt ist. Und ich glaube wirklich aufrichtig daran, das ist der beste Platz auf dem ganzen Planeten. Diese Standards sind nur erzielt worden, weil man sich so hartnäckig dafür eingesetzt hat. Die Wahrung der Menschenrechte, der grundlegenden Freiheiten, der ökologischen Prinzipien. Und wenn Bosnien-Herzegowina tatsächlich auf dem Balkan dann sich erhalten kann, dann müssen diese Standards eingehalten werden. Das ist erforderlich. Ja, danke Sabina Djuric nochmal. Diese Kritik hört man ja immer wieder, insbesondere auch nach diesem von mir vorhin bereits erwähnten Mostar Agreement. Tanja, vielleicht kannst du auch noch mal etwas sagen als politische Analystin. Dieses Mostar Agreement ist ja ziemlich kritisiert worden, weil einfach europäische Standards eben nicht gerade gefördert wurden. Es gab eine Parteien sozusagen Übereinkunft, ohne dass zivile Akteure eingebunden wurden, ohne dass die Opposition eingebunden wurde. Wir haben zum Beispiel als Heinrich Böll Office in Sarajevo extra ein Bürgerforum in Mostar organisiert, wo wirklich ein massiver Unmut auch artikuliert wurde gegenüber der Europäischen Union, die eben halt in sehr klandestiner Weise dieses Abkommen auf den Weg gebracht hat. Noch einmal die Frage, Tanja Topic, wie beurteilen Sie da tatsächlich die Weigerung der internationalen Akteure, wirklich demokratische Kräfte zu unterstützen in Bosnien? Ich glaube, dass es zu einer Art Balkanisierung gekommen ist, der Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft irgendwann zu Beginn, im Zusammenhang damit, dass unsere Institutionen so schwach sind und unsere ganzen politischen Akteure, sie tragen aber auch selber dazu bei, die Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft dazu bei, dass diese Haltung hier herrscht. Also sie haben beispielsweise in den Cafés außerhalb der Institutionen, außerhalb der Parlaments, sind sie zu Absprachen gekommen. Sie haben auf die Art und Weise die Führer der ethnischen nationalistischen Parteien anerkannt. Das ist ein großer Fehler gewesen, aus dem einfachen Grund, dass ich würde sagen, und da möchte ich das auch in Fortsetzung dessen, was Frau Tudic gesagt hat, sagen. In Bosnien-Herzegowina scheint mir, dass wir nicht die entsprechenden Leute haben. Also nicht nur dieser internationalen Staatengemeinschaft ist es, also man hat, aber die haben natürlich die relevanten sozusagen Gesprächspartner gefunden in den Anführern der nationalistischen Kräfte. Und auf diese Art und Weise haben sie die Demokratie geopfert für die sogenannte Stabilokratie oder für die Stabilisierung. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, beziehungsweise sie haben diese Gesprächspartner akzeptiert als Garanten, diese gleichen Gesprächspartner, die verbal auch zu Gewalt greifen und wir als Bürgerinnen und Bürger die letzten 25 Jahren diesen ausgeliefert waren, deren verbalen Attacken gewissermaßen. Und das ist ein großes Problem. Da möchte ich auch noch ein Detail anführen. Wir wissen ja alle sehr gut, dass dieser Systemfehler auch in dem Wahlrecht Bosnien-Herzegowinas vorhanden ist. Aber gleichzeitig, also ist die Ausrede der internationalen Staatengemeinschaft besteht immer darin, dass sie immer als relevante Gesprächspartner immer die Politiker nehmen,
die demokratisch, durch die demokratischen Willen der Wählerschaft gewählt worden sind. Ich glaube, das ist eigentlich eine optische Täuschung. Denn wir haben ja gesehen, wir haben bei den letzten Wahlen auch gesehen, wie der Wahlprozess in Bosnien und Herzegowina kontaminiert ist, vergiftet ist durch die verschiedenen, also Wahlbetrug, politische Korruption, die ja sichtbar geworden ist für das bloße Auge. Und es hat ja keine Sanktionen, keine Folgen dann gegeben. Ich glaube, dass mit etwas Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft, dass mehr Bemühungen, man einige technische Möglichkeiten doch hätte einführen können, um die ganzen Wahlprozesse zu verbessern, um gewissermaßen somit auch die Leute zu stützen, die progressiv sind, die progressiven Bürgerinnen und Bürger, die auf die Art und Weise die Angst auch los hätten werden können, auch von Seiten der anderen politischen Akteure, die es da gibt. Valentin Inzko, das ist eigentlich, glaube ich, nochmal ein Aufruf an Sie als Vertreter der internationalen Gemeinschaft, nochmal ein bisschen vielleicht kreativer zu werden, um eben halt tatsächlich die Kräfte, die demokratischen Kräfte zu stützen. Tanja Topic hat es schön ausgedrückt, kontaminierte Wahlvorgänge. Wir haben es jetzt ja auch in Mostar gesehen. Wie bewerten Sie das? Ja? Hat sozusagen die internationale Gemeinschaft da nicht auch in den letzten Jahren wirklich zu wenig getan, um eben genau das zu machen, die demokratischen Kräfte zu stärken, einzubinden? Hier war vorhin auch noch mal eine Frage im Chat, wie ließe sich das machen, wenn nicht zum Beispiel durch faire Wahlen, die wir einfach nicht haben. Wie bewerten Sie das, Herr Inzko? Herr Inzko, noch mal bitte das Mikro anmachen. Danke. Ich habe schon vor Jahren gläserne Wahlurnen verlangt, ja, wo man sieht, ob am Anfang schon 400 Stimmen drinnen sind oder ob die Wahlurne noch leer ist. Ja. Dann hat man gesagt, es gibt kein Geld. Ich habe in meinem Büro auch gehabt einen jungen Erfinder aus Bale, der hat ein ein Gerät entwickelt, wo man per Computer wählen kann. Also aber, entschuldigen, trottelsicher, ja. Da kann man sich gar nicht irren. Das haben auch in Indien, in Indien kann man auch elektronisch wählen, wo Leute einfach, auch die Analphabeten sind, einen Elefanten wählen oder ein anderes Symbol, einen Tiger. Und das ist ein Symbol für eine Partei. Also alles gibt's, all das gibt's, ja. Und sogar durch lokale Erfinder. Aber es fehlt eben der politische Wille. Dann sagt man, man hat kein Geld, etc. Ja. Aber allein zum Beispiel in Doboj, wo die Wahl wiederholt wurde, ich will da nicht in Details gehen, aber einige Politiker haben dort 10.000 Stimmen weniger bekommen bei der zweiten Runde. Also das hat dann bei der ersten Runde hat ja etwas nicht gestimmt. Man kann ja nicht von 17.000 auf 7.000 runterfallen. Ja? Und das ist eben auch das Problem, dass wir vielleicht zu früh die Organisation der Wahlen aus der Hand gegeben haben. Das war die Arbeit der OSZE. Und wir hätten das noch einige Jahre machen sollen, auch technisch perfektionisieren. Zum Beispiel jeden Wahlzettel zu scannen. Da würde man dann schon später Schwierigkeiten haben, andere Zahlen zu produzieren. Oder bei den Präferenzstimmen gab es auch in Mostar verschiedene Kommentare, wie plötzlich diese Vorzugsstimmen angewachsen sind auf der Reise von Mostar nach Sarajevo. Da gab es plötzlich für gewisse Kandidaten mehr Vorzugsstimmen. Ja. Ich möchte ganz kurz zurückkommen noch auf den Herrn Christian Schmidt. Ja. Ein wichtiger Satz scheint mir da vom Außenministerium in Deutschland gesagt worden zu sein. Und zwar, Deutschland will Bosnien-Herzegowina, jetzt zitiere ich, zurück auf die internationale Agenda bringen. Zurück auf die internationale Agenda. Natürlich wissen wir, dass es neuere Konflikte gibt, es gibt ältere Konflikte, aber es gibt auch größere Konflikte als Bosnien-Herzegowina. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass eben Deutschland jetzt Bosnien-Herzegowina zurückbringen will auf die internationale Agenda. Dass dieser Frozen Peace oder Frozen War, dass man da was tun will. Einige sagen auch Imperfect Peace, also es soll ein Perfect Peace werden, oder Unfinished Peace, ein Finished Peace dann. Ja. Die Leute haben es verdient und ich glaube, mit wenig Anstrengung kann man da sehr viel erreichen in Bosnien-Herzegowina. Man hat auch die Instrumente. Es gibt auch die großen Geldflüsse, die könnte man auch stoppen. Weltbank, Europäische Investitionsbank, ja, dann der Währungsfonds etc. Man könnte das von gewissen Fortschritten abhängig machen und nicht nur
die Karotten benutzen, sondern auch ein bisschen die Peitsche manchmal, ein bisschen strenger sein, ja, im Sinne der Zukunft von Bosnien-Herzegowina, ja. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht, ja. Ich muss leider bald das Treffen verlassen. Ich bin noch in einer anderen Sitzung seit 19 Uhr, aber vielleicht können Sie mir noch eine Frage stellen oder zwei. Letzte Frage dann nochmal, Herr Insko. Sie haben ja gesagt, irgendwie, also zurück auf die internationale Agenda, die manchmal auch vielleicht die Peitsche benutzen. Wir haben auch eine neue Publikation auf den Weg gebracht. Da geht es genau um diese Zukunftsperspektiven. Es geht darum, eben halt ein Bosnien zu befördern, das demokratischer ist, das antidiskriminatorischer und friedlicher ist. Sozusagen ein Restart, das war ja auch heute der Titel für diese Webveranstaltung. Aber wie und wer soll das organisieren, Herr Insko? Wer wäre daran interessiert? Russland offenbar nicht. Es gibt eben auch Kritik, eben halt, hatte ich vorhin erwähnt, auch von Herrn Sattler an der OHR, an dem Engagement. Das heißt, wer könnte diesen Restart und wer sollte ihn organisieren? Ja, also ich bin, wie Sie wissen, für ein dreifaches B, und zwar Biden, Berlin und Brüssel. Und natürlich alle anderen auch, die Interesse haben, zum Beispiel Schweden ist da ganz, ganz aktiv in Bosnien-Herzegowina, hat viel Geld ausgegeben im Umweltbereich und auch in Mostar etc. Natürlich sind sie frustriert wegen mangelnder Fortschritte. Aber die ganze, ja. Wir haben ja in Sarajevo interessanterweise die komplette Infrastruktur der ganzen Welt haben wir in Sarajevo, ja. Den UNHCR, ja, United Nations Development Program, IOM, ja, die UNO an sich, wir haben OSZE, 300 Personen, ja, wir haben Council of Europe, wir haben alles hier, alles, ja. Und wenn wir das bündeln könnten, zusammen mit der Zivilgesellschaft, ja, und mit den Politikern, die vorausdenken, auch an ihre Kinder denken in Bosnien-Herzegowina, ich glaube, da könnten wir in relativ kurzer Zeit erfolgreich sein. Okay. Vielen Dank nochmal. Dann auch erstmal hier fürs Kommen hier. Sie sind ja ein sehr gefragter Mann, gestern eben beim Bundespräsidenten in Österreich. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und auch mitdiskutiert haben. Vielen Dank, Herr Insko. Danke, es war mir eine Freude. Ich würde gerne wieder zurück zu Frau Sornic. Frau Sornic, Sie kämpfen seit 16 Jahren dafür, dass Sie als Bürgerin von Bosnien und Herzegowina die gleichen politischen Rechte haben wie Bosniaken, Kroaten und Serben. Es gab jetzt mehrmals die Statements, dass alle da irgendwie zusammenarbeiten müssen und es Verantwortung gibt, Verantwortung geteilt werden muss oder übernommen werden muss, sowohl von den Bürgerinnen als auch Zivilgesellschaft, Politik und die internationale Gemeinschaft. Eben Sie kämpfen seit 16 Jahren dafür. Wer ist denn jetzt Ihrer Meinung nach als nächstes an der Reihe? Also wie kann diese Zusammenarbeit gelingen und wo liegt jetzt die Verantwortung? Ich, an erster Stelle sollte die internationale Gemeinschaft ganz ernsthaft sich mit Bosnien-Herzegowina beschäftigen. Der hohe Repräsentant kann im Grunde genommen nicht alleine machen, ohne seine Bonner Powers, ohne seine Bonner Vollmachten. Also sollte er seine Bonner Vollmachten nicht zurückbekommen, dann gibt es überhaupt keinen Grund und überhaupt keinen Zweck, irgendwie einen weiteren hohen Repräsentanten sozusagen nach Bosnien zu bringen. Beziehungsweise ohne diese Bonn Powers gibt es im Grunde genommen überhaupt keinen Sinn, das OHR, also das Büro des hohen Repräsentanten, weiter am Leben zu erhalten, weil er kann im Grunde genommen gar nichts machen. Er kann schreiben, er kann appellieren, er kann eigentlich im Grunde genommen, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, dass das nicht ausreichend war. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, und da muss ich schon einen Schritt zurückgehen, Herr Ensko hat gerade gesagt, dass diese Daytoner Verfassung und dieses Dayton-Abkommen umsetzbar ist mit anderen Politikern. Dieses Dayton-Abkommen hat im Grunde genommen ja diese ethnonationalen Politiker erzeugt, geschaffen. An zweiter Stelle muss ich sagen, man kann die Gerichtsbarkeit und die Justiz in Bosnien-Herzegowina gar nicht reformieren ohne entsprechende Verfassungsreform. Das geht nicht. Das Verfassungsgericht, als das höchste Organ, bezieht seine Vollmachten, Kompetenzen direkt aus der Verfassung und hat natürlich als seine primäre Aufgabe den Schutz der Verfassung.
die Öffentlichkeit kennt das nicht besonders gut oder das erwähnt man vielleicht nicht ausreichend, dass der Verfassungsgerichtshof insgesamt 9 Richter hat. 6 sind lokale Richterinnen und Richter und 3 sind internationale Richterinnen und Richter. Davon sind 2 Serben. Und die werden vom Parlament der Republika Srpska gewählt und ernannt. 2 Kroaten und die beiden Bosniaken werden vom Parlament der Föderation Bosnien-Herzegowina gewählt. Und das müssen natürlich wieder, das müssen Serben, Kroaten und Muslime sein oder Bosniaken. Es gibt absolut keinen Platz für andere, für die Sonstigen, wenn man natürlich von den lokalen Richterinnen und Richtern redet. Aber Gott sei Dank haben wir 3 internationale Richterinnen und Richter, ansonsten hätten wir sogar eine Blockade in dieser Institution gehabt. Das sage ich wirklich, weil ich im Verfassungsgerichtshof der Bosnien-Herzegowinas gearbeitet habe und ich kenne natürlich die Machtverhältnisse dort sehr gut. Wenn wir über staatsbürgerliche Initiativen reden, über junge Menschen reden, die sich mehr engagieren sollten, mehr einsetzen sollten, muss ich Folgendes sagen. Wir haben hier wirklich ein dreiköpfiges Ungeheuer, und das ist natürlich das dreiköpfige Staatspräsidium, dass diese Struktur im Grunde genommen hat das gesamte Bildungssystem usurpiert als das allerwichtigste Segment einer Gesellschaft. Also von kleinen Beines an wird den Kindern beigebracht, richtige Serben, richtige Bosniaken und richtige Kroaten zu sein. Man bringt ihnen bei, sozusagen nur ihre Nationalsprachen zu sprechen, also das Kroatische, das Bosnische und das Serbische, natürlich abhängig davon, wo sie wohnen, also welchem Mehrheitsgebiet sie wohnen. Aber es gibt nicht nur 3 Muttersprachen, es gibt auch 3 Geschichtsschreibungen in Bosnien-Herzegowina. Und natürlich auch alle sozialwissenschaftlichen, gesellschaftsbezogenen Fächer sind ja entsprechend auch geteilt. Und das, wie gesagt, ist nicht nur auf der Ebene der Grundschulen der Fall, sondern auch bei den weiterführenden Schulen bis hin zur Universitätsebene. Setzt sich das dieses Prinzip im Grunde genommen so fort, sodass wir auch an den Universitäten sozusagen diese ethnische Teilung haben, zum Beispiel in den Politikwissenschaften, Soziologie und so weiter. Das heißt, wir können nicht von den lokalen Kräften erwarten, dass sie tatsächlich etwas bewirken können, ohne eine ganz, ganz, ganz starke Unterstützung seitens der internationalen Gemeinschaft. Im Grunde genommen muss man die Bonner Power, also die Bonner Kompetenzen, dem hohen Repräsentanten zurückgeben. Weil all die Fortschritte, die Herr Enzko erwähnt hat, die sind alle unter Petric erreicht worden, weil Petric, der damalige hohe Repräsentant, alle Vollmachten hatte. Er hat quasi die gemeinsamen Autokennzeichen durchgesetzt und die Vereinigung der Armeen. Alles, was man erreicht hat, alle Errungenschaften, die man erreicht hat, alle Fortschritte, die man erreicht hat, damals wurden, das wurde alles dank sozusagen dieser Bonn-Powers erreicht und nicht, weil die ethnonationalistischen Leaderführer letzten Endes daran Interesse hatten, also die sozusagen jetzt ohne jegliche Einschränkung dieses Land beherrschen. Das war nochmal eine sehr eindrückliche Schilderung, wie weit diese Fragmentierung und die Zementierung dieses ethnonationalistischen Systems, dieser Quotierung in Bosnien auch wirklich reicht, dass das nicht nur eine Frage der politischen Beteiligung ist, sondern wirklich auch der Bildung, der Gerichtsbarkeit, dass das wirklich in alle Elemente hineinreicht. Danke. Ich sehe gerade im Chat, wir haben 2 Fragen, die gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und dann machen wir einfach gleich nochmal weiter, auch mit der Aktualität. Aber ich glaube, wir müssen doch nochmal so ein bisschen diese Fragen beantworten, weil das ist manchmal so ein Reflex bei, ich sag mal, bei einem deutschen Publikum, die eigentlich nicht so richtig manchmal verstehen sozusagen, wie die historische Gemengelage war, bevor der Krieg angefangen wurde. Hier ist eine Frage, die sich darauf bezieht, sozusagen, warum, wenn keiner den Staat Bosnien und Herzegowina will, warum sozusagen lösen wir den Staat nicht ganz auf und schlagen sozusagen die Teile einmal Serbien zu und einmal Kroatien zu. Das ist, hatte ich vorhin schon hier im Chat beantwortet, dann würden wir im Grunde genommen die Kriegsverbrechen begangen, eben halt insbesondere
eben halt durch Verbrecher wie Karadzic, wie Mladic, aber auch wie Praljak und die Generäle des Herzeg-Bosna-Projektes, die würden zum Teil legitimiert und man hätte sozusagen genau das, was ja eigentlich Ziel war, Bosnien aufzuteilen. Es gab ein historisches Treffen in Karadjordjevo zwischen Tudjman damals 91 und Milosevic, um eben dieses Gebilde aufzuteilen. Ja, also das ist keine Lösung. Vielleicht einfach auch nochmal Tanja Topic dazu oder auch Leyla Gacanica. Ja, also kurze Antworten, aber warum ist das keine Option, wenn wir eben halt genau in der Rückschau dieses historische Treffen von Karadjordjevo eben halt auch nochmal irgendwie Revue passieren lassen? Ich möchte im Grunde genommen wirklich nicht alles wiederholen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, aber generell ist es so, dass im Grunde genommen die Politik Mirela Dodiks wie folgt aussieht. Und zwar im Grunde genommen einen nicht funktionierenden Staat Bosnien-Herzegowina zu schaffen. Und das Ziel einer solchen Politik ist es, wenn man einen nicht funktionierenden Staat hat, dass man dann sozusagen sich selbst als einen besseren Teil des Landes darstellen kann. Und im Grunde genommen kann man im Grunde genommen wie so eine Art selbstverführende Prophezeiung erzielen, und weil einem nichts anderes übrig bleibt, und zwar diesen nicht funktionierenden Staat zu verlassen und sich sozusagen einem anderen Staat anschließen oder was auch immer sozusagen das endgültige Ziel dieser Politik sein sollte. Und deswegen ist es sehr wichtig in diesem Kontext, wenn man über Bosnien-Herzegowina spricht, ist der Einfluss Kroatiens und Serbiens so wichtig, weil wir sehr oft behaupten, wenn die in Serbien oder wenn die in Kroatien husten, bekommen wir in Bosnien-Herzegowina gleichzeitig eine Lungenentzündung. Das heißt, diese Einflussnahme oder der Einfluss dieser beiden Nachbarstaaten ist sehr oft destruktiv auf Bosnien-Herzegowina. Und dieser Einfluss darf nicht unterschätzt werden, darf nicht vernachlässigt werden, wenn wir über die Zukunft Bosnien-Herzegowinas reden. Ich würde ganz kurz noch was dazu beitragen. Ich bin da ganz der Meinung von Tanja Topic, aber ich glaube, es ist sehr wichtig auch zu verstehen, und auch dieses Panel illustriert ja auch die letzten 25 Jahre, die Leute wollen ja Bürgerinnen und Bürger sein. Sie wollen eben nicht Bosniaken, Kroaten oder Serben sein, sondern sie wollen eben einfach nur Bürgerinnen und Bürger sein, damit sie diesem Staat angehören. Und das ist dieses Vakuum, was entstanden ist. Das heißt, die nicht ethnisch in erster Linie sich zugehörig fühlen wollen, sondern die haben eben das Gefühl, dass sie eben nirgends hingehören als Bürgerinnen und Bürger. Das ist das eine. Und das andere ist, was Frau Topic ja bereits erwähnt hatte, das deutet ja darauf hin, wie erfolgreich diese Narrative ja sind, dass man Bosnien-Herzegowina sich nicht wünscht als einigen Staat, und wie sozusagen günstig es wäre, den Staat aufzuteilen und auf diese verschiedenen Länder, Serbien und Kroatien. Ich glaube, das deutet eigentlich darauf hin, wie destruktiv in Wirklichkeit eigentlich diese ganze Einflüsse sind. Es ist sehr schwierig, manchmal jemanden zu erklären, der aus einem normalen Land sozusagen zu uns kommt, die Komplexität Bosnien-Herzegowinas darf niemals als Grund genommen werden, dass dieses Land aufgelöst wird oder dass separatistische Tendenzen deswegen gefördert werden oder unterstützt werden. Sabina Čudić, vielleicht noch eine Frage, die kam im Chat von Bodo Weber. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen was sagen zum Wahlverhalten in Mostar. Es geht so ein bisschen auch um Kritik an Naša Stranka. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen generell was zur Koalitionsfähigkeit Ihrer Partei sagen. Es gab da ja doch Diskussionen auch in der Tagespolitik. Ist vielleicht für den einen oder anderen hier irgendwie heute Abend im Zuschauerraum, im Digitalen etwas speziell, aber doch für die Tagespolitik in Bosnien sehr relevant. Sabina Čudić noch mal. Ich versuche, mich einfach auszudrücken, sozusagen, wie Sie gesagt haben, für die vielleicht das nicht so detailliert kennen. Mostar ist eine Stadt in Bosnien und Herzegowina. Obwohl ich in Sarajevo geboren bin, würde ich trotzdem sagen, Mostar ist wahrscheinlich die schönste Stadt in Bosnien-Herzegowina. Das ist eine zutiefst geteilte Stadt, die zwei Ufer
in Fluss sind geteilt und da gab es die ganzen letzten Jahre ja keine Wahlen, weil man sich nicht einigen werden konnte, wie man diese Wahlen durchführt. Und aufgrund auch dieses Urteils, so ähnlich auch dieses Urteils von Fasornic seitens des Europäischen Gerichtshofs, hat unsere Vorsitzende, also die Vizevorsitzende unserer Partei, meiner Partei, hat also dieses Passivwahlrecht erhalten. Dieses Urteil ist sehr spezifisch, denn es gibt gerade dem Verfassungsgericht Bosnien-Herzegowinas besondere Vollmachten. Wir haben ja dieses Gericht oft erwähnt heute, dass eben dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs tatsächlich implementiert werden kann, wenn es nicht implementiert wird. Also es werden bestimmte Vollmachten übertragen, damit die Institution Bosnien-Herzegowinas tatsächlich einen Mechanismus einführen können, damit tatsächlich endlich diese Wahlen durchgeführt werden können in dieser Stadt. Diese Wahlen Die sind eben getrennt durchgeführt worden, nicht im Rahmen der allgemeinen Gemeindewahlen, Kommunalwahlen, sondern später aufgrund eben dieser verschiedenen nationalen Parteien, die wir erwähnt hatten, diese zwei Parteien, SDA und HDZ, die ja diese Stadt sozusagen in den Händen halten in dieser Zeit. Unsere Bedingung war aber, dass wir eine multiethnische Partei sind, dass wir im Unterschied zu allen anderen Parteien, dass wir unsere Stimmen tatsächlich von beiden Seiten dieses Flusses bekommen. Das heißt, für uns war es wichtig, dass unsere Kandidatin für die Bürgermeister, also sie werden leider nicht direkt gewählt in Mostar und auch nicht in Sarajevo, sondern sie werden seitens der Kommunalparlamente gewählt. Also unsere Bedingung war, dass unsere Kandidatin, dass unsere Bürgermeisterin eben Irma Baraglia wird, die letztlich nach über 10 Jahren diese Wahl ermöglicht hat in dieser Stadt, in Mostar. Ich glaube, dieser ganze Wahlprozess ist praktisch gehijackt worden von Seiten dieser nationalen Parteien, dieser ethnischen Parteien, die gedacht haben, dass wir quasi letztlich doch den Kandidat der Koalition, also den bosniakischen Kandidaten unterstützen werden als Bürgermeister für diese Stadt. Und die haben also sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, überhaupt zu verhandeln darüber, dass Ismail Baralia Bürgermeisterin wird, seitens unserer Partei also die eine oder andere Seite zu unterstützen. Das heißt, wir würden dadurch nicht nur unserer Partei schaden, das ist vielleicht nicht so wichtig, denn es geht um einfach eine weitere politische Option, aber ich denke, dadurch würde die Idee eigentlich einer bürgerlichen, einen alternativen Weges in Bosnien-Herzegowina zerstört werden. Denn was käme dann bei den nächsten Wahlen? Warum überhaupt für irgendeine andere Option wählen, als für eine dieser beiden ethnonationalen Optionen oder Parteien, die überall eigentlich an der Macht sind, auf der föderalen Ebene, auf der staatlichen Ebene und auch gegenseitig übereinander sich äußern, dass sie die quasi Säulen sind der Stabilität für Bosnien-Herzegowina. Und warum sollten wir denen also auch noch irgendwie diese unterstützen als kleine Säule sozusagen, als solchen? Ich glaube, damit hätten wir tatsächlich einen Nagel in den Sarg geschlagen für diese bürgerliche Alternative, also einer multiethnischen, gesunden Option, Alternative, trotz aller Beleidigungen und Androhungen und Dinge, die unser Kandidaten und unsere beiden Vertreterinnen, das ist eine Kroatin von der Westseite und eine Bosniakin von der Ostseite, also die müssen einiges wirklich auf sich nehmen und trotzdem sind wir weiterhin fest dazu entschlossen, diesen dritten alternativen Weg tatsächlich anzubieten den Bürgerinnen und Bürgern, selbst wenn wir daran zugrunde gehen. Ich hoffe, dass das eine Antwort war auf Ihre Frage. Danke, sehr gut. Ich habe noch eine ganz, ganz kurze Frage an Leyla Gacanica. Und zwar gab es ein Statement im Chat, in den Fragen. Zum Ersten ein ganz großes Lob an das Panel, das aus Frauen besteht. Und wenn man so sieht, wie engagiert und wie motiviert und wie mit welchem Wissen und mit welchem
Empower Frauen versuchen, Bosnien und Herzegowina zu ändern auf allen verschiedenen Ebenen und mit allen verschiedenen Möglichkeiten. Wäre dann die Einführung einer verpflichtenden Frauenquote, dass wir uns eben nicht über die ethnischen Kategorien unterhalten, sondern uns auf die Genderquote fokussieren, wäre das eine Möglichkeit? Könnten wir damit Bosnien retten? Wer möchte noch mal was dazu sagen? Hallo? Ja, Sabina. Sabina. Ich habe da sehr viele verschiedene Meinungen dazu oder Dinge, die ich sagen würde. Da müsste man eine ganz neue Diskussion führen. Aber ich möchte kurz sagen, die Demokratisierung in Bosnien-Herzegowina fängt mit der Demokratisierung in den Parteien an. Das Statut unserer Partei sieht eine völlige Gleichberechtigung vor zwischen den Geschlechtern in dem föderalen Parlament, dort, wo ich vertreten bin, in dem Parlament Bosnien-Herzegowina. Von den 6 Vertreterinnen sind 5 Frauen und ein einsamer Mann. Bei den letzten Wahlen von den ganzen Vertretern waren 62% Frauen. Und das passiert auch nicht zufällig. Diese Ergebnisse, die fallen einem nicht vom Himmel in den Schoß gewissermaßen, sondern das stützt sich auf die strategische Ausrichtung unserer Partei, dass wir in jedem Segment wirklich die Geschlechtergleichbehandlung praktizieren wollen. Ich habe ja in Mostar bereits diese 2 Gemeindevertreterinnen angesprochen. Das sind 2 Vertreterinnen unserer Partei. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, dass die Verantwortung bei den Parteien liegt. Wie soll jemand sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen im Staat und in den Parlamenten, wenn man sich nicht schon in den Parteien dafür einsetzen kann oder wenn diese Gleichberechtigung nicht schon in den politischen Parteien praktiziert wird? Also die Geschlechtergleichbehandlung, Gleichberechtigung beginnt erstmal in den Parteien und dann wird das umgesetzt und durchgeführt in der Praxis, in den verschiedenen Institutionen und in der Gesellschaft. Ich habe das so verstanden, Judith, dass die Frage auch an mich gerichtet war. Ganz kurz, also wir haben auch, tatsächlich ja. Quoten in unserem Wahl, wir haben also Quoten in unserem Wahlgesetz, aber das wird oft missbraucht auf die unterschiedliche Art und Weise. Ich bin da ganz Ihrer Meinung, was zuvor gesagt worden ist, die politischen Parteien in Bosnien-Herzegowina müssen die Geschlechtergleichberechtigung einführen, genauso wie auch Naša Stranka, also diese Partei, es getan hat oder auch andere. Aber bis das alles freiwillig tatsächlich passiert, wird das sicherlich problematisch sein. Die Quoten, die wir erwähnt haben, betragen 40%. Und ich würde auch eine Initiative von Herrn Insko sehen, dass es 50% letztlich ist. Das würde ja die Gleichberechtigung tatsächlich dann auch wiedergeben, und zwar in allen Funktionen und Bereichen, wo Frauen tatsächlich auch gewählt werden können. Was ich noch hervorheben möchte, wenn wir schon so viel über Diskriminierung gesprochen haben, sind natürlich die Gender-Diskriminierung. Also die Frauen werden natürlich auch unterschiedlich mit, wo sind denn Frauen, die auch behinderte Frauen sind oder andere marginalisierte Frauen, wo sind die? Also auf den Wahlzetteln, auf den Parteilisten und auch in den Funktionen. Ich glaube, das Problem ist nicht, wie viele Frauen in der Politik tätig sind, sondern wo sie sind. Sind sie dort in den Schlüsselfunktionen, wo tatsächlich Entscheidungen gefällt werden? Anna Kliese hat zum Beispiel letztes Jahr gezeigt, es gibt sehr wenig Frauen in den Regionen, in den verschiedensten den verschiedensten Organen, wo es um Integration geht und um verschiedene wirklich wichtige Fragen geht. Es geht auch um Gewalt gegen Frauen, auch in der Politik. Das ist auch ein weiterer Grund, warum Frauen auch abgeschreckt werden, sich zu beteiligen auch an diesem Spektrum des politischen Lebens. Ich könnte da ganz, ganz viel hinzufügen, aber ich muss wahrscheinlich jetzt zum Ende kommen. Richtig. Und ich glaube, wir müssen jetzt generell insgesamt zum Ende kommen dieser spannenden Debatte, die wir noch sicherlich sehr viel weiterführen könnten und noch sehr viel weiter auch Ideen entwickeln könnten, wie man Veränderungen in Bosnien und Herzegowina herbeiführen kann. Ich würde allen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken für die Teilnahme und für die Zeit auf beiden Seiten, sowohl bei den Teilnehmenden im Zuschauerraum als auch natürlich bei den Panelistinnen auf der
auf dieser Seite hier. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch weiter solche spannenden Debatten führen können und vielleicht dann nicht mehr ganz so pessimistische Situationsanalysen machen, sondern dann schon sagen können, was in dieser Zeit alles an positiven Dingen passiert ist, mit Unterstützung und mit kräftiger Beteiligung von Frauen. Ja, danke Judith und danke auch nochmal von meiner Seite. Es kommt noch etwas, nämlich ein kurzer Film, auch nochmal an die Technik, bitte drinbleiben. Herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite an die Teilnehmenden, natürlich an unser Publikum, auch für ihre rege Fragetätigkeit. Hier, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, da hinterherzukommen. Leider konnten nicht alle Fragen beantwortet werden. Wir müssen jetzt allerdings leider auch Schluss machen. Und bevor wir sozusagen noch den letzten Beitrag sehen, erst auch nochmal großen Dank an unsere Übersetzer und unsere Übersetzerinnen, die immer großartige Arbeit leisten und diese bilingualen Veranstaltungen überhaupt erst möglich machen. Und ich möchte noch kurz zwei Sätze sagen, weil wir es auch angesprochen haben. Ich habe in den letzten fast 6 Jahren das Büro in Sarajevo geleitet und es war wirklich eine große Ehre, mit zivilen Akteurinnen zusammenzuarbeiten. Und wir müssen einfach feststellen, es sind wirklich in der Tat häufig Frauen, die eben genau das machen, was wir heute diskutiert haben, die Reformen, demokratische Reformen einfordern, die eben den Schutz der Menschenrechte einfordern und die Abschaffung der Ungleichheiten auch in den Diskurs mit reinbringen. Leider sind diese Akteure und Akteurinnen immer wieder auch wirklich Anfeindungen ausgesetzt und natürlich auch wirklich knallharten Bedrohungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen gehen auch wirklich wenig Frauen in die Politik. Gewalt in der Politik, selbst wenn die Frauen in den einzelnen Parteien sind, spielt auch eine große Rolle. Und was wir eben immer wieder auch feststellen, und wir haben es auch heute diskutiert, ist, dass diese Akteurinnen nach wie vor eigentlich marginalisiert und ignoriert werden, auch von den internationalen Akteuren. Und das muss sich einfach ändern. Ja, vor diesem Hintergrund sehen wir ein Filmdokument von Nihat Kreshev-Jakovic. Er ist der Direktor des MES-Festivals. Und es geht um jene Akteurinnen, die der Schlüssel zum Erfolg wären, die eben eintreten für ein demokratischeres und ein friedlicheres Bosnien und Herzegowina. Man, internationale Akteure, müsste ihnen einfach nur mehr Raum und auch mehr Unterstützung geben. Herzlichen Dank. Jetzt kommt das Video. Mohamed Cevic und Miroslav Andrić, Sie leben in Srebrenica. Die Liebe zur Rockmusik und zur Stadt, in der Sie leben, hat Sie mit zueinander gebracht. Ja, wir waren hier, haben hier Musik gemacht und haben im Grunde genommen darüber nachgedacht, was können wir im Grunde genommen hier in Srebrenica machen. Die Situation war überhaupt nicht einfach. Nichts hätte sich genommen, nichts wäre hier passiert, die Straßen waren leer, waren dunkel und so weiter. Und nun wollten wir eine Idee entwickeln, die zu Veränderungen führt. Und genau das, was wir jetzt hier haben, ist diese Veränderung. Und manchmal können wir im Grunde genommen auch diese Stadt wirklich ein bisschen beleben. Das ist ein Srebrenica, das wir wirklich wollen. Und so oft wie irgendwie möglich. Ja, im Grunde genommen, wenn wir nicht eingesehen hätten, wie wichtig das ist, wäre nicht hier, wo wir jetzt gerade sind, sondern wir wären an irgendwelchen Hindernissen gescheitert und wären nicht gerade auf dieser Bühne, auf der wir über 100 Mal sozusagen aufgetreten sind mit anderen Bands. Und wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir das geschafft haben, dass wir das organisiert haben. Ja, egal, was man eigentlich machen möchte, muss man daran glauben. Man muss 100% daran glauben. Und es geht nicht nur um den Glauben an sich, sondern man darf einfach und kann einfach nicht auf der Couch rumliegen und rumhängen und irgendwie hoffen, dass irgendwas von alleine passiert. Also man muss im Grunde genommen wirklich einiges unternehmen. Und wir fragen uns ja wirklich sehr oft, Srebrenica verliert an Bevölkerung jeden Tag. Und wir versuchen hier tatsächlich große Festivals zu organisieren. Wir versuchen tatsächlich auch Menschen nach Srebrenica zu holen
Und es gibt immer weniger Menschen hier, die sowohl hier leben, als sozusagen unsere Aktivitäten fortsetzen wollen. Und diese Frage kann man zum Teil auch wirklich als Träumerei abtun oder so bezeichnen. Aber generell unterstützt der Staat die Kultur überhaupt nicht. Und man hat Kultur mehr oder weniger an den Abgrund geführt, weil auch Museen und andere Kultureinrichtungen kaum Geld bekommen. Und ich finde, das ist wirklich eine ausgeklügelte Taktik, weil man im Grunde genommen tatsächlich diese primitive Politik weiter unterstützen möchte. Und deswegen möchte man auch den Primitivismus in der Gesellschaft weiterhin unterstützen. Das heißt nicht nur, dass sie unsere Ideen nicht unterstützen, sondern blockieren diese Ideen und möchten, dass Menschen wie wir wirklich unser Land verlassen und auswandern. Und leider passiert das genauso. Was hat uns am Leben erhalten, ist eigentlich, dass diese Stadt so werden kann, wie sie früher war. Und das ist das, was uns wirklich Hoffnung gibt und was auch Hoffnung hinterlässt, dass es wirklich so sein kann wie hier und dass man quasi diese Art von Energie hat, dass man diesen Willen hat nach einem besseren Leben, dass es eben keine Belastung gibt durch andere Sachen. Also wenn jeder von uns sozusagen in seinem Fach, in seinem Bereich nur einen kleinen Beitrag, einen kleinen Fortschritt erreichen würde, dann die Welt wäre wunderschön.